Wir sind auf dem Rückweg aus Belgien zu dir nach Hause. Schule ist aus, Klassenfahrt ist over. Stauf hat den Blues, weil die schönste Zeit des Jahres vorbei ist. Und jetzt geht's auch noch bald nach Italien, wo Radsport nichts zu suchen hat. Wenigstens geht's vorher nochmal in die Ardennen. Aber hoppla, da biegen wir auf einmal ab. Berggipfel sind zu sehen. Ah nee, das ist Toblerone. Es geht in die Schweiz. Und wir hoffen, wir werden nicht eingeschneit. Aber ich kann für nichts garantieren heute. Mein Name ist Bastian Marx. Meiner ist Paul Voss. Und meiner Andi Stauf. Und Staufi, stimmt das mit dem Blues? Auf jeden Fall. Vor allem, weil das Ende so enttäuschend war. Ja, ja. Paul, beruhig dich. Alter, Junge, ey. Ey, ich sag dir, das wäre ein bisschen enttäuschend gewesen. Nein, das ist doch immer so. Man freut sich auf was und meistens war es dann doch nicht so, wie man erwartet hat. Deswegen. Okay, wenn es umgedreht wäre, Mats wäre Mathieu gewesen. Würdest du genau das Gleiche jetzt sagen? Ja, dann wäre es auch ein bisschen langweilig gewesen, oder? Jetzt mal ganz ehrlich. Ich fand's nicht. So war es noch eine Stufe langweiliger. Also ich finde so, wenn so anderthalb Stunden lang der Sieger schon feststeht, ist immer kacke. Deswegen auch Sanremo immer noch das beste Rennen. Nee, deswegen auch Sanremo Frauenrennen. Enttäuscht nie, im Gegensatz zu anderen Rennen. Sanremo enttäuscht das nie. Das stimmt. Und Frauenrennen, Flandern und Roubaix auf jeden Fall auch wesentlich spannender als Männerrennen. Bis zum Schluss. Aber bevor wir dazu kommen, kurz, können wir das jetzt hier nochmal feierlich beschließen. Ich glaube, es wird Zeit, ein neues Spaghetti-Eis-Shirt aufzulegen, oder? Ja, ich hoffe, dass, also ich hätte auch irgendwie, oder wir, oder ich, oder wir hätten einen Trademark anmelden müssen, weil nicht, dass uns das irgendwann so geht wie dem Gabriel Raasch mit der Gabba-Jacke. Glaubst du mir jetzt einfach meine Story, oder was? Nein, das ist eine Überleitung, du Otto, Mann. Wir sind noch gar nicht bei dem Thema. Ja, aber wir sind noch gar nicht bei der Überleitung. Wir müssen ja auch kurz so, weil wir haben nämlich erst nochmal Danke an Susanne von Fingers Crossed. Sie war unser Art Director beim letzten Mal. Wir haben nämlich auch schon eine neue Kooperation am Start, neue Art Cooperation. Aber seid gespannt, diesen Sommer gibt es wieder Spaghetti-Eis zum Anziehen. Ist auch günstiger als zu essen. Oder? Ist richtig teuer mittlerweile, naja. Spaghetti-Eis. Boah, ich habe 8,90 Euro habe ich am Wochenende bezahlt. Bei mir solide 5,50 Euro, beste. Boah, ich habe zwei Stück gegessen am Wochenende. Da musst du mal liegen, wo du da immer hingehst. Ja, ich war in Bayern. Wo ich wohne. Wilmersdorf. In Schmargendorf wohne ich, ja. Und bei mir, also jetzt keine 30 Sekunden von meiner Haustür entfernt. Kriegst du ein Spaghetti-Eis für 5,50 Euro? Ja, und ist das Beste. Was? Es ist nicht das beste Eis, aber... Okay, ich zieh zu dir. Aber die gesamte Zusammensetzung, also quasi, ja, die ganze Komposition ist sehr, sehr gut. Vor allem für den Preis. Ich hab nämlich schon Spaghetti-Eis, wo das Eis richtig, richtig gutes Vanille-Eis war. Aber da haben die andere Dinge verhauen. Und da stimmt einfach alles. Ich habe 7,50 Euro und 8,90 Euro bezahlt am Wochenende. Das war schon ein bisschen unverschämt, aber scheiß drauf. Wer ein bisschen sparen will, der kann sich auch hier von Ministry, ne, heißt jetzt nicht mehr, wie heißt es jetzt? Ministry, ne? Doch, Ministry. Ministry. Das Mango-Gel über Vanilleeis machen. Das ist auch die Sparvariante. Ja, wir hatten letztens die Diskussion, ob man das Mango-Gel als Brotaufstrich auch nehmen könnte. Könnte ich mir auch vorstellen, auf so Quark oder so. Wie eine Marmelade eigentlich, ne? Ja, genau. Aber ganz ehrlich, jetzt Tipp von mir, Salted Caramel Gel von Decathlon. Kannst du ja auch auf der Couch reinziehen. Aber Andi, wenn wir im August unseren Live-Podcast hier machen in Berlin, dann lade ich dich mal auf ein Spaghetti-Eis bei mir. Das bei dir zu Hause, ne? Das so 5,50 Euro kostet. Nee, bei dir, dich auch, Basti. Aber für Basti reicht auch eine Kinderportion und die kosten noch einen Euro weniger. Na. Ich bestelle es immer ohne Sahne, müsste eigentlich auch billiger sein. Hey, was? Ich mag keine gefrorene Sahne. Mit so viel falsch. Ey, Andi, was ist denn los mit dir? Ganz ehrlich, Mann. Das ist der Grund, weshalb man sich ein Spaghetti-Eis holt, wo die Sahne unten gefroren ist. Oder? Das ist doch das Beste daran. Keine Ahnung. Also ich finde auch das Vanilleeis mit der Soße ganz gut. Ja, aber dann... Oh Mann, ey. Ich finde es auch eigentlich am besten, dass das aussieht wie Spaghetti. Oh nee, okay. Ja, das ist Hammer. Ja, lass es bitte weitergehen, weil sonst... Wir hatten ja gestern ja, übrigens eine ausgedehnte Diskussion zu, was eigentlich den Geschmack
dann ausmacht beim Spaghetti. Erst natürlich hat war Sahne ein Faktor, aber es gab auch einen, der gesagt hat, es ist einfach dieses Pressen vom Vanilleeis in Spaghetti-Form. Da kommt, da wird nochmal ein bisschen mehr Luft in das Eis reingeholt oder wir so. Wir hatten bei dieser Diskussion auch einen Italiener dabei. Das war auch gut. Ja, aber er kannte der Spaghetti-Eis? Ja, kannte der. Aber auch nur, wo der in Deutschland ist. Aber der hat es noch nie probiert. Er kennt das aus diesen Touri-Hochburgen aus Italien, wo so ganz viele Deutsche hinfahren. Ah. Ja. Okay. In Österreich gibt es auch, habe Zuschriften bekommen. Ja, das ist auch, ich fand das auch lächerlich, dass da Leute gesagt haben, in Österreich oder auch in Felden gibt es kein Spaghetti-Eis. Mir wurde zahlreich zugetragen, dass es da Spaghetti-Eis gibt. Von daher. So, jetzt habe ich aber nochmal so ein allgemeineres Thema. Und zwar erstmal herzlichen Glückwunsch, Paul. Erstes Podium dieses Jahr. Ah ja. Wirklich stark. Und jetzt, auch erstes Rennen. Ja, und wolltest mich ja vorher noch ein bisschen, hast mich ja noch ein bisschen blöd angemacht über Instagram. Ey, das war eine Liebkosung. Liebkosung. Ja gut, dann ging es ja weiter. Du hast ja auf jeden Fall, bist ja mit Straßenreifen auch gefahren, auch wenn die sehr breit sind. Ich würde jetzt, okay, den schenke ich dir. Sind nicht unbedingt Straßenreifen. Du bist eine 38 Millimeter Version von einem Straßenreifen gefahren. Jetzt würde ich gerne was von deinem letzten Instagram-Post zitieren. Und ich übersetze es jetzt einfach mal frei. Es war ein schnelles Rennen, 36er Schnitt. Wir sehen uns, ich leg da mal 36er auf. 36er Schnitt. Paul Voss left the chat. Das Level konnte man merken im Gravelsport, das steigt und steigt. Manche sind mit einem Aerobike gefahren, inklusive dem Gewinner. Und, schreibt Paul, ich muss jetzt wirklich in Betracht ziehen, bei den nächsten Rennen, die einen ähnlichen Kurs haben, auch ein Aerobike zu nehmen. Mein Kommentar dazu ist wohl alles dazu gesagt. Wir können gerne zum nächsten Thema übergehen. Okay, können wir auch so kommentarlos stehen lassen von mir aus. Also wenn ihr mehr dazu hören wollt, dann... Klar, mach noch Werbung für deinen eigenen Podcast. Dann könnt ihr euch den Outside-Podcast anhören, wo ich nämlich den Sieger, der das Rad gefahren ist, zu Gast habe. Das ist cool. Nee, ich will es ja gar nicht verteidigen, ich will es einfach nur erklären, weil nämlich heute auf Strava auch jemand geschrieben hat, ich habe mich ja auch früher da viel mehr drüber aufgeregt, da bin ich ein bisschen entspannter da, deswegen lasse ich dir den Punkt. Das Einzige, was ich dazu sagen kann, ist, dass die Rennen werden halt zum Teil so schnell, dass man echt drüber nachdenken muss. Das heißt aber für mich nicht, dass es Gravelräder, dass den Sinn dafür nicht gibt, weil Tracker brauchst du ein Gravelrad, Anbau brauchst du ein Gravelrad. Gibt Kurse wie die, wo ein Straßenrad für uns Top-Athletinnen, ne? Also für ihn, für mich Sinn macht. Alle, die Altersklasse fahren, würde ich immer davon abraten, weil das ein krass hohes Risiko birgt von Stürzen. Aber du hast ja auch, also na gut, das kannst du vielleicht in deinem Gravel-Podcast mitnehmen. Du kommst ja beim Aerobike irgendwann, also da kannst du den 38er-Reifen zum Beispiel nicht fahren, oder? Ne, er ist 32 gefahren, ist auch gestürzt. Und genau, 38er, erst 32er gefahren, auch gestürzt und ist ein hohes Risiko mit eingegangen, aber er ist auch vor allem dann am Ende gefahren, wo er gesehen hat, dass ich auch mit Straßenreifen fahre. Ja. Also ich habe es quasi dann ihm nochmal den Schritt leichter gemacht, aber hätte ich den Kurs jetzt so gesehen, hätte ich auch mit meinem Orca fahren können. Am Ende, ne, es ist trotzdem ein Gravel-Rennen, du gehst halt mit dem Straßenrad so ein hohes Risiko ein. Was du aber machen musst, sicherlich, wenn du gewinnen willst. Hm. Also andersrum konnte man es ja jetzt bei Paris-Roubaix auch sehen. Zum Beispiel Israel Premier Tech ist ja die komplette Mannschaft, oder ich glaube die komplette Mannschaft, mit dem Gravelbike gefahren. Aber ob das jetzt wiederum so die schlaue Entscheidung war, weiß ich jetzt nicht, oder? Also aerodynamisch wird das bestimmt nicht so gut sein wie das normale Straßenrad, oder? Ja, gut. Früher sind die mal teilweise mit Federung gefahren. Und ja, so. Aber auch vielleicht nicht das ganze Rennen. Ne? Also wir kommen ja vielleicht nochmal im Paris-Roubaix-Abschnitt der Folge dazu. Van der Poel hat auch das Rad getauscht. Ja? Er hat auch, glaube ich, 100 Kilometer auf einem normalen Straßensetup, wie er es immer fährt, gefahren. Und dann wahrscheinlich auf ein Rad mit breiteren Reifen und einem anderen Luftdruck vor allem. Ich glaube, es war eher so ein Marketing-Ding, oder? Also jetzt mit dem Gravelbike bei Paris-Roubaix zu fahren. Ja, gut. Das wollte ich eigentlich nur noch mal hier mit einbringen.
Aber jetzt erzähl doch bitte nochmal die Gabba-Geschichte. Die Gabba-Geschichte, genau. Castelli hat ja eine Neuauflage vom berühmt-berüchtigten Gabba-Jacket rausgebracht, habe ich gesehen. Bin ich aber gespannt, wie das sich so anfühlt. Sieht irgendwie so ziemlich, sieht mehr aus wie so eine richtige Pelle, oder? So fischhautmäßig, ja. Oder? Sieht es so aus? Ja, also Gabba Jacket kam, glaube ich, vor, wann kam das raus? So 2010. War, glaube ich, so das erste eng anliegende Trikot/Regenjacke oder Bekleidung für schlechtes Wetter, sagen wir mal so, was so ein bisschen wasserabweisend war. Und gleichzeitig auch aerodynamisch, was es halt bis dahin eigentlich noch nicht so gab. Es gab halt nur diese klassischen Regenjacken, die halt nie so hauteng waren. Und entwickelt wurde das damals innerhalb des Cervelo-Testteams, damals eine Profimannschaft, die mit verschiedenen Herstellern zusammengearbeitet hat, eben unter anderem mit Castelli, und wo das Team und Fahrer mit in die Produktentwicklung eingewirkt haben. Und der besagte Gabriel Rasch hat damals eben dieses Gabba-Jacket, hatte die Idee dazu oder hat es auf jeden Fall mit Castelli zusammen Ideen dazu beigesteuert, was bräuchte man eigentlich noch so für schlechtes Wetter. Es gab ja auch die erste Aero-Regenjacke, wenn man es so sagen kann, also eine eng anliegendere Regenjacke gab es damals auch von Castelli, und eben dieses Trikot, das ja dann eigentlich im Profifeld über die Jahre immer mehr gesehen wurde, immer mehr Hersteller haben was Ähnliches gemacht, weil man einfach den Vorteil, den aerodynamischen Vorteil gegenüber einer Regenjacke hatte. Und das Ganze hat ja auch dann den Namen bekommen. Der Spitzname von Gabriel Rasch, Gabba, wurde ja als Produktname verwendet. So wie ich jetzt aber gehört habe, hatte Gabriel Rasch damit leider keine weiteren Vorteile, außer dass er als einer der ersten ein aerodynamisches Trikot für schlechtes Wetter hatte. Oder ein Kleidungsstück, kann man eher sagen. Und verdient hat er da, soweit ich jetzt gehört habe, nichts dran. Was ich schon krass finde. Also stell dir mal vor, Paul, vielleicht nimmst du es auch mal mit zu denen. Maloja macht jetzt das Fossi-Jacket. Ja. Das wäre natürlich gut, wenn du dann auch was davon hättest. Sie. Ja, meint ihr, keine Ahnung, was hätte er sich daraus handeln können? Keine Ahnung, irgendwie ein Prozentsatz von Verkäufen, so wie auch immer. Habt ihr euch mal den Film Air angeschaut? Mhm. Wo es um, ja. Leider nein. Ich finde, es ist gerade, wir driften gerade ab, aber was der da, ich glaube, wie viel, irgendwie mehrere 10 Millionen, also so auf jeden Fall eine siebenstellige Summe bekommt er jedes Jahr. In dem geht es ja um den Deal von Michael Jordan mit Nike. Nike, genau. Was ja, glaube ich, immer noch einer der besten Deals der Sportgeschichte ist. Ja. Genau, und bekommt jedes Jahr eine achtstellige Summe von Nike. Weil die so viele Schuhe verkaufen und die Prozente sind halt so und so viel. Und er bekommt jedes Jahr, also weit über 10 Millionen ausgezahlt. Hat sich ja auch ein bisschen entwickelt, ne? Irgendwann kam ja die Jordan-Brand dazu und so weiter. Aber das ist Wahnsinn, wenn du darüber nachdenkst, ne? Ja, auf jeden Fall ein guter Deal. Ja. Ich glaube, er hat am Anfang auch so eine größere Summe ausgeschlagen und wollte einfach die prozentuale Beteiligung an den Verkäufen haben. War mit Sicherheit eine gute Entscheidung. Und ja, da vielleicht hat sich Gabriel Rasch auch gar nicht so, er hatte gar nicht die Vision, dass dieses komische Trikot-Jacke-Ding so erfolgreich wurde. Ne? Also ich meine, ein paar Jahre später hatte jeder Fahrer oder fast jeder Fahrer im Peloton irgendwie eine Gabba-Jacket. Ja? Also entweder von irgendeinem anderen Team mit Sponsoren übermalt, überklebt oder übernäht mit irgendwas. Oder für ein paar Leute gab es auch, ich weiß noch, dass wir damals, Gerald Ciulek und ich, als wir zu MTN gegangen sind, haben wir über einen Kontakt bei Castelli diese Trikots einfach komplett ohne Werbeaufdrücke bekommen. Ja, also da wollte jeder dran an sowas. Tja, gibt es jetzt auf jeden Fall in neu und in richtig, also komisch aussehend, weiß ich nicht.
Muss man auch tragen können, ne? Sonst sieht man so eher aus wie so eine Wurst in der Pelle, würde ich sagen. Also ich brauche es auf jeden Fall nicht. Ja, mir fällt jetzt auch gerade keine Überleitung an zu Wurst in der Pelle. Zum nächsten Thema. Nee, das ist auch ein bisschen, also da brauchen wir, glaube ich, keine Überleitung. Aber wir werden es auch nicht zu breit treten. Jeder, der Radsport verfolgt, hat mitbekommen, dass in der letzten Woche ein paar Leute verunglückt sind. Wir werden heute mal davon absehen, irgendwelche Kaffeesatzlesungen durchzuführen und irgendwelche Tour de France-Zusammensetzungen von wer ist jetzt nicht dabei und wer bla bla, und das lassen wir einfach mal. Das können wir machen, wenn es soweit ist und wir wirklich was Neues wissen, weil von vielen Fahrern haben wir kein klares, eindeutiges Update, wie der gesundheitliche Zustand ist, beziehungsweise wann sie wieder einsatzfähig sein könnten. Erstmal gute Besserung an alle, besonders an Lennart Kemna, jetzt mal so als deutschen Betroffenen, den es scheinbar auch wirklich schwer erwischt hat. Ja, ich weiß auch nicht, so diese ganze Diskussion, die wurde jetzt auch die letzte Woche schon von oben nach unten geführt einfach. Ist Radsport zu schnell? Ja, aber die Diskussion im Grundsatz finde ich ja schon falsch. Ja, die also, ist auch richtig. Nee. Geil. Also was heißt... Du hast gedacht, du sagst richtig, ne? Du wolltest gerade sagen... Ja. Nee, pass auf. Also Radsport, das vergisst man irgendwie meiner Meinung nach in dieser Diskussion, im Endeffekt ist es eine Extremsportart. Ja? Also es ist extrem gefährlich einfach und ich glaube, man kann solche Stürze einfach nicht verhindern. Ja? Also man fährt, muss ich erst mal überlegen, mit einem Rennrad mit sehr hohen Geschwindigkeiten, mit 150 plus minus anderen Fahrerinnen, Fahrern irgendwo die Gebirge der Welt rauf und runter und hat nicht mehr an als eine kleine Styroporschale auf dem Kopf, dass da ein sehr hohes Sturz- und Verletzungsrisiko besteht. Das ist einfach so. Ja, das wird man nie das wird nie anders sein. Natürlich kann man gewisse Standards versuchen einzuhalten. Ja, wir haben schon drüber gesprochen, bessere Balustraden in Zielbereich von Etappen, von Rennen. Natürlich sollten auch gewisse, ja, vielleicht, man hat es jetzt bei diesem Sturz bei der Baskenland-Rundfahrt ja gesehen, als der Sturz da passierte, da lagen Steine am Straßenrand, man ist in so einen Ablauf aus Beton reingefallen. Da kann man sich gerne drüber streiten und sich dafür einsetzen wollen. Ey, sowas sollte eigentlich abgedeckt sein. Da ist natürlich die Frage, wie realistisch ist das, ne, in einer Rundfahrt oder bei einem Rennen über hunderte Kilometer Strecken zu sichern. Ja, am Ende kannst du auch nicht eine ganze Abfahrt von einem Pass sichern. Da gibt es so viele Stellen, wo potenziell Gefahr ist, und die muss man vielleicht einfach auch mal akzeptieren in dieser Diskussion. Es ist im Endeffekt nichts anderes als jemand, der sich von einer Bergklippe stürzt und mit einem, wie heißt diese Wingsuit irgendwo runterfährt. Ja, natürlich weiß der, wenn der da oben losspringt, kann gut was passieren. Und das, letztendlich weiß es auch jeder Radprofi, der sich an den Start vom Radrennen stellt. Eine andere Sache ist eher so, wie die mediale Aufbereitung dann immer ist. Ne? Also muss man da stundenlang auf diese Stürze draufhalten. Das zeigen, ja, nein, da kann man sich gerne drüber unterhalten. Und da sind auch Leute mit beschäftigt, also CPA mit Adam Hansen als Präsident der Fahrervereinigung setzt sich da ja für die gewissen Sachen ein. Aber jetzt anzufangen, ey, das ist zu schnell, wir müssen es bremsen. Also ganz ehrlich, es war auch schon vorher gefährlich, ja. Also, ob da jetzt hier und da ein paar kmh draufgekommen sind. Es ist und bleibt einfach ein gefährlicher Sport. Ob jetzt das Risiko steigt mit höherer Geschwindigkeit oder ob vielleicht auch das fahrerische Können, das fahrerische Können kann man jetzt auch mal dahinstellen, nimmt vielleicht auch ab, weil die jungen Fahrer heute Altersklassen überspringen, nicht mehr in diesen Massenwettbewerben als Kinder und Jugendliche teilnehmen, weil es einfach nicht mehr diese großen Starterfelder gibt. Man kann mit Sicherheit viele Ursachen und Gründe finden, aber am Ende bleibt es halt immer noch ein extremer Sport, der extreme Gefahren mit sich bringt, und daran wird man nichts ändern können. Außer, habe ich heute gesehen,
Habt ihr das, wollte ich eh noch besprechen, habt ihr diesen Airbag gesehen, der in der Bib-Shorts eingebaut ist? Nee, haben wir nicht gesehen, aber jetzt mal ganz kurz, man kann solche Stürze vermeiden, weil in der Kurve waren so viele Bodenwellen, das sind Dinge, die vermeidbar sind. Dass die Schwere, also der Sturz und die Schwere des Sturzes wären vermeidbar gewesen, indem du die Betondinger, dass du da was hinmachst, dass wenn es einen Sturz gibt, dass du nicht in den Beton reinfällst und ja, aber glaub, dass du, lass mal kurz mal ausreden. Okay. Andi, lass mal kurz ausreden. Oder, dass du in der Abfahrt, also es gibt jetzt ja Bilder von der Abfahrt und ich finde das krass, du siehst halt auf dem Foto, was nicht eben ehrlich gemacht wurde, sondern von oben siehst du schon diese krassen Wellen und da frage ich mich, in so einer Kurve, wenn du weißt, die kommen da sehr wahrscheinlich im Highspeed an, dass sowas in einem Rennen drin ist und wenn es in einem Rennen drin ist, dass nicht hinreichend gewarnt wird in Meetings vorher, also dass die sportliche Leitung nicht Bescheid weiß und dann vielleicht auch die Fahrer. Also weißt du, also auch wenn natürlich immer noch Rennsituationen, jeder fährt am Limit, aber wir wissen schon, die sind jetzt nicht so dumm, dass sie in dem Moment nicht dann schon mal rausnehmen würden, wenn sie wissen, da kommt jetzt eine sehr gefährliche Stelle. Und das finde ich, das sind Dinge, die quasi die Schwere der Verletzung vermeiden könnten oder reduzieren könnten. Sonst bin ich bei dir, aber ich finde, so eine Dinge sind beeinflussbar. Ja. Und da müssen die Rennveranstalter und die UCI bessere Arbeit leisten. Also ich bin ja da vollkommen dabei, dass es so gewisse Standards geben sollte. Ja? Also eine Streckeninspizierung von zum Beispiel der UCI. Ja? Also dass einfach jede Etappe vorher abgefahren wird und solche Stellen, wie du schon sagst, in Meetings vorab erwähnt werden. Weil ich glaube nicht, dass es realistisch ist, wie gesagt, beim Rennen, was jetzt nicht jedes Jahr an derselben Stelle ist, wie so ein Alltagsrennen wie die Flandern-Rundfahrt, sondern einfach bei Rundfahrten, wo die Strecken variieren, dass du da 200 Kilometer lang jede Gefahrenstelle absichern kannst. Das glaube ich einfach, der Aufwand dazu ist unrealistisch. Aber die war jetzt schon sehr, das war jetzt schon, also das war jetzt ja, natürlich, aber jetzt mal ein anderes Beispiel, ne? Du fährst irgendwo einen Pass runter und du kannst ja nicht die ganze Zeit irgendwelche Abhänge absichern. Also nein, aber es geht ja darum, auf die Gefahr aufmerksam zu machen, wenn du einen Pass runterfährst und da ist kein Leitplanke, das siehst du ja visuell und dann liegt es an dir, wie viel Risiko du in dem Moment bereit bist einzugehen. Aber wenn du halt da in dem Fall gar nicht weißt, dass da so eine Stelle kommt, die in dem Fall sogar lebensgefährlich wird für einige, das ist ja das Gefährliche. Dann ist ja nicht, das ist ohnehin gefährlicher Sport, sondern es geht ja darum, da auf die Gefahrenstellen visuell zumindest mal aufmerksam zu machen. Und da ist ja keiner davon ausgegangen, dass du eine Kurve reinfährst, auf einmal Bodenwellen drin sind, die dich sprichwörtlich aushebeln. Hm. Ja? Und da reicht ja schon, dass einer sein Rad nicht unter Kontrolle hat. Hm. Ja? Und ja. Das ist das, was mich daran stört. Und also, das ist dann wirklich, Entschuldigung. So war es ja auch. Genau, und dass dann da auch keine Schaumstoffdinger sind oder irgendwelche Schutzmaßnahmen getroffen werden. Ja? Das finde ich halt das Krasse daran. Nicht unbedingt, dass es einen Sturz gibt. Das passiert halt einfach. Es gehört zum Radrennfahren dazu. Aber halt die Schwere hätte man, glaube ich, vermeiden können. Ja. Ich finde es einfach, aber da zu dem Thema nochmal trotzdem krass, hat gar nichts damit jetzt eigentlich zu tun. Aber ich selbst nehme einfach immer wieder wahr, wie beeindruckend das ist, wie viel schneller Fahrräder geworden sind in den letzten 10 Jahren. Also, ne? Die sind Profis und die müssen damit fahren. Ich bin, also wir sind uns trotzdem einig, Andi. Du hast zwar falsch und nicht richtig gesagt, aber ich sehe es genauso. Aber es ist einfach crazy. Auch so als Amateur-Idiot, wenn du in eine Abfahrt gehst und gibst Gas oder auch auf der Geraden, mit wie wenig Watt ich einfach schnell fahren kann, ist so verrückt. Was halt Position auf dem Rad und Reifen, Aerodynamik, Bremsanlage und so weiter. Ich habe es dir schon erzählt, ich bin am Wochenende einfach 97 gefahren im Spessart. Oh, oh. Das ist einfach ein scheiß Mittelgebirge so. Ja. Ja, ja. Das macht's nicht, es hat da nichts zuzutragen, aber es macht es halt einfach nochmal. Es gibt, glaube ich, Statistiken, dass es einfach gar nicht mehr Unfälle gibt, aber es gibt mehr Knochenbrüche. Dazu gibt es wohl Statistiken im Profiradsport. Ich schicke euch jetzt mal gerade. Die Unfälle sind einfach ein bisschen schlimmer. Ich schicke euch jetzt aber mal gerade diesen Airbag. Ich meine, das wird jetzt wahrscheinlich dieses Jahr nicht mehr kommen, auch nicht nächstes Jahr. Aber das wäre natürlich gar nicht so unsinnig, ja, solche ja, klar. Bekleidung. Es gibt ja diesen Höfding, ne? Kennen vielleicht manche Leute, so ein Kragen, den man sich als normaler Stadtradfahrer anziehen kann, ist nicht leicht, das Ding, relativ schwer. Und wenn du fällst,
kommt ein Airbag für den Kopf daraus. Eigentlich für Leute, die keinen Bock haben, einen Helm aufzuziehen mit ihrem Hollandrad. Aber, ja, habe ich mir auch schon überlegt, ne? Kannst du in den Helm nicht hinten noch irgendwie so eine Kapsel reinmachen, die so ein Neck Protect irgendwie rausfeuert oder sowas? Jay Vine hat sich jetzt ein paar Halswirbel gebrochen, zum Beispiel. Also die Hauptverletzungen sind immer thorakal, also die jetzt auch viele aufgetreten sind in der letzten Woche. Weiß ich nicht, da müsstest du halt irgendwas für einen Brustkorb rausschießen. Also kann ich mir schon vorstellen, dass sowas mal jetzt erfunden wird demnächst. Ja, also glaub ich ist jetzt auch, nicht so weit weg technisch gesehen, dass du irgendwie eine kleine Kapsel da, irgendwie so ein Luftpolster ja, aber selbst um dich rum. Wenn es nicht das ist, dann irgendwie Stoff oder irgendwas, Material wie jetzt Kevlar im Trikot. Mit dem Riemen, weil auch Teams natürlich auch Interesse haben, dass die Fahrer, wenn sie stürzen, so wenig wie möglich verletzt werden. Also ja, auch Leute, die draußen fahren, sind daran interessiert, dass wenn sie stürzen, so wird auch gekauft werden. Aber du weißt, die Technologie fängt ja immer im Profiteams an und dann. Ne. Und ist erstmal mega teuer, bevor sie dann irgendwie bezahlbar wird. Ja. Ja, haben wir uns wie immer mal wieder verquatscht jetzt hier auch. Wir wollten eigentlich eine ganz zügige Folge machen. Egal, es ist wieder viel passiert, alle haben was zu erzählen. Machen wir noch kurz Roubaix. Bevor wir zum Gast rübergehen. Ja, jeder hat es gesehen. Ja, also wie gesagt, Frauenrennen fand ich mega geil, den Sprint am Schluss. Ich bin auch super, freue mich super für Lotte Kopecky, finde auch super verdiente Siegerin da, wo man schon dachte vorher, sie hat vielleicht jetzt nicht die allerbeste Form zu diesem Rennen gebracht und Marianne Voss ist in der Gruppe und Elisa Balsamo. Hätte ich jetzt gar nicht unbedingt gedacht, dass sie den Sprint da so souverän gewinnt, aber ist schon für einen Radsport ganz nice und für Belgien. Ja, ne, ich fand sie auch überragend. Sie ist auch mit einem Gravel-Lenker gefahren, was ich interessant fand. Und musste den Lenker auch zwischendurch mal festziehen. Genau. Stimmt, Sagan-Style. Ja, und überragendes Rennen. Und ich immer wieder, ne, Marianne Voss, ey, wie schlau diese Rennfahrerin ist. Also wenn die Attacken fährt, wie lange sie die fährt, die zieht wirklich keinen Meter zu viel durch. Ne? Das ist einfach Wahnsinn. Aber Kopecky hat einfach überragend die Stärkste an dem Tag. Das hast du echt gesehen. Balsamo sehr oft am Limit. Aber war ein schönes Rennen. Ja, war sehr, sehr geil. Ja, und Sprint aus einer größeren Gruppe im Velodrom einfach mega. Ja. Das ist Mailand-Sanremo-Feeling. Ich finde immer geil, wie die, was haltet ihr davon? Die Kommentatoren rasten immer völlig aus, von wegen so, wer kann Bahn fahren? Wer hat im Winter auf der Bahn trainiert? Als ob das noch irgendwas zu tun hat damit am Schluss. Ja, es kann dir auf jeden Fall einen Vorteil bringen. So, klar, also am Ende kommt es schon noch drauf an, ob du noch was im Tank hast oder nicht. Aber ich habe zum Beispiel ja auch den Sprint vom U23-Rennen sonntags gesehen und ich würde mal behaupten, der Tim Thorntonberg hat die schon ganz gut kontrollieren können auf der Bahn. Ne? Ist, glaube ich, die erste Runde auch ganz oben gefahren auf der Bahn, was du jetzt bei Roubaix nicht so oft siehst. Ja, also ja, okay. Der lebt halt auch auf der Bahn. Meisten, muss man auch sagen, haben auch vielleicht sind bestimmt einige dabei, die noch nie auf einer Radrennbahn so richtig gefahren sind und ich glaube, wer das noch nie gemacht hat, der fährt jetzt nicht unbedingt oben an der Balustrade entlang in der Kurve. Aber ja, du kannst dir das auf jeden Fall auch verscherzen, wenn du nicht weißt, wie so eine Bahn richtig funktioniert. Und anders kannst du da trotzdem noch einen Vorteil rausgewinnen. Also nur deswegen wirst du jetzt nicht gewinnen oder verlieren, aber es ist immer noch eine Radrennbahn, auf der du da ankommst. Und es gab ja auch in den anderen Rennklassen, zumindest sonntags, also es gab beim Profis eine Distanzierung, also eine Relegation. Du hast dich gewundert, warum John Degenkolb auf einmal Elfter war. Ich habe es dann auch rausgefunden. Bei den Junioren wird es auch diskutiert, weil die sind auch komplett alle über den Innenraum gefahren. Also wir müssen das erklären. Ne? Wie immer so, gefahren. Auch Entschuldigung nochmal, wir kriegen öfters mal Zuschriften, dass wir über Sachen reden und die Leute nicht wissen, über was wir reden. Also erstmal, Tim Thorntonberg war nicht vor allzu langer Zeit Gast hier im Besenwagen, hat jetzt U23 Roubaix gewonnen. Maschine! Hi, hier ist Tim Thorntonberg. Ich bin am Wochenende auch Paris-Roubaix gefahren, aber die U23-Version. Wir sind so 2 Stunden vor den Männern ins Ziel gekommen. Das war aber ganz cool, weil dann die meisten Fans schon an den Sektoren da waren und die Atmosphäre dann mega gut war.
Für mich persönlich lief es ganz gut. Ich habe das Rennen gewonnen, obwohl es eigentlich nicht so gut losging. Ich bin erstmal direkt vor dem ersten Sektor noch gestürzt und habe mich auch nicht so gut gefühlt. So am Anfang. Aber dann ging es irgendwie immer besser im Rennen. Dann sind wir so beim Sektor 15 mit 25 Leuten weggefahren. Sind nochmal ein paar wiedergekommen danach. Und dann ein paar Sektoren später hat sich so die finale Gruppe gebildet, würde ich sagen. Da waren wir noch so um die 15 Leute. Da sind nochmal ein paar rausgefallen wegen Sturz oder Defekt. Leider auch ein Teamkollege von mir ist gestürzt. Und dann war ich nur noch alleine vorne drin. Und dann am letzten Sektor sind wir mit drei Mann weggefahren. Das war der Sektor vor Cafour de Labre. Und sind dann auch so ins Ziel. Und dann auf der Radrennbahn habe ich meinen Vorteil genutzt, dass ich mich auf der Bahn ganz gut auskenne. Und habe dann da den Sprint gewonnen. Genau. Und war auf jeden Fall ein unglaubliches Gefühl, da Rennen zu gewinnen. Mit den ganzen Fans und einfach auf dieser Radrennbahn. Es wurde ja erstmal Joshua Tarling aus dem Rennen genommen, schon während des Rennens. Und dann dachte ich mir, ich hätte gesehen, dass John Degenkolb auf 12 reingekommen wäre. Und ein paar Augenblicke später war er 11. Und ich habe gar nicht mitgekriegt, wer disqualifiziert wurde und warum. Und dann habe ich es halt auch rausgefunden irgendwann. Und es war Tim van Dijk, einer von den Van Dijks auf jeden Fall, die auch überraschend gut gefahren sind. Und der ist eben im Velodrom über den Innenraum gefahren. Ne? Also nicht auf der Schräge, sondern unten im Flachen. Und das ist halt quasi abgekürzt. Es ist auch beim, das sind, ich weiß nicht, das ist halt die Frage, wie sind die Regeln bei Paris-Roubaix? Wüsste ich jetzt gar nicht. Also gelten ja, dann, sobald du halt auf die Rennbahn fährst, die Bahnregeln? Ja. Oder darfst du überall langfahren, wo Platz ist? Offensichtlich darfst du es nicht. Also laut dem Reglement auf der Radrennbahn darfst du halt nur auf der Radrennbahn fahren und nicht über den, ich glaube schon, dieser Teppich ist schon fragwürdig, Paul, ich weiß jetzt auch nicht mehr genau. Also es gibt ja noch so dieses Stück zwischen Bahn und dem Innenraum. Ich glaube, da darfst du auch schon nicht fahren. Oder zumindest keinen überholen oder den Vorteil verschaffen. Und in Roubaix auf der alten Radrennbahn, da gibt es dann ja noch einen relativ breiten Fahrstreifen zum Innenraum hin. Und da sind auf jeden Fall beim Juniorenrennen einige drüber gefahren, also eigentlich die gesamte Spitzengruppe. Und ja, bei den Profis dann hat es nachher noch einer gemacht. Ja, also sollte man vielleicht vorher nochmal den Fahrern sagen, was man da jetzt genau darf und was nicht. Weil das kann man dann vielleicht auch schon mal vergessen, nachdem man 270 Kilometer in den Beinen hat und sich über 55 Kilometer Kopfsteinpflaster gequält hat. Katapultiert hat. Ja, also wir waren wahrscheinlich alle auch sehr glücklich von Nils Abschneiden da. Hat natürlich die undankbarste aller Gruppen da erwischt, mit der er da reinkommt. Also war eigentlich klar, dass er um Platz 4 fährt aus der Gruppe. Ja, kann man ich glaube, der ist ja auch so klar war das ja, für mich. Auch Nils Pullitt hat schon mal Massensprint gewonnen. Ja. Ja. Ist nicht langsam, der Nils. Aber klar, also gegen Philipsen aber und Pedersen. Bei dem Massensprint, ärgerlich, den er gewinnt, waren Philipsen und Pedersen nicht dabei, nehme ich an. Aber das ist jetzt quasi weit vorgespult. Ich würde gerade mal sagen wollen, weil wir letzte Woche hatten wir Alex Kirsch zu Gast und ich war da schon immer damals irgendwie schon der Meinung, dass ich glaube, dieses Team Alpecin, ich weiß nicht, ob die im Fahrerfeld die gar nicht richtig wahrnehmen, aber ich finde schon, dass die das dominierende Team sind, wenn es drauf ankommt. Und dominant in dem Sinn, dass sie in der Lage sind, ihren Kapitän dahin zu bringen, wo er hinkommen muss. Das kann man auch Flandern sagen, das kann man Roubaix sagen, das kann man Sanremo sagen. Auch letztes Jahr haben sie es gemacht. Und ich finde, für die Fahrer, die haben, finde ich das schon ziemlich krass, wenn du jetzt auch schaust, Gianni Vermeersch, ne? Also der ist eh schon unsympathischer Rennfahrer, also auch im Gravel-Bereich, muss ich sagen, so. Und ich kann mir vorstellen, dass der Leuten noch mehr auf den Sack geht, wenn der eh immer nur am Schlauchen ist, weil das seine Aufgabe ist, weil er auch so auf dem Rad rumhampelt. Aber bitteschön, was für ein perfektes Rennen sind die eigentlich gefahren, auch so früh in der Lage zu sein, das Rennen so auseinanderzunehmen und so zu dominieren, wenn du schaust, wie lange
wie heißt denn der lange Belgier bei denen, der die ganze Zeit von vorne gefahren ist am Anfang? Kieslich oder? Nee. Riesbeck? Riesbeck. Der fährt schon quasi auf dem Weg zum Pflaster von vorne, fährt neben der Reihe, sprintet zu die Wellen hoch, fährt dann über ein ganzes Pflaster von vorne, aus dem Pflaster raus, alles reißt auseinander, dann übernimmt ein Teamkollege, danach übernimmt er wieder, auf einmal nur noch 35 Leute da. Das war so ein starkes Rennen von dem ganzen Team. Ich bin da schon ein bisschen hyped, weil ich finde das geil, wenn es so monetär wahrscheinlich nicht das beste Team, aber dann, wie man das so hinkriegt, quasi so auf den Punkt bei den wichtigsten Rennen so abzuliefern. Finde ich schon geil. Und ich glaube auch, okay, ey. Also ganz eine Sache noch, es ist halt, klar, Mathieu ist der überragende Fahrer, der fährt dann 60 Kilometer vom Ziel los, aber trotzdem haben die das Radrennen halt voll dominiert. So. Was ich mir da denke, so als Alpecin dieses Jahr, würde ich doch jetzt alles dran setzen, alle Monumente zu gewinnen. Also Mathieu fährt ja Lüttich. Also es kann nur einer jetzt machen. Ja, Mathieu fährt Lüttich. Also auf das Rennen freue ich mich schon, muss ich sagen. Die werden sich wahrscheinlich battlen. Pock wird versuchen, 80 Kilometer vom Ziel loszufahren oder so. Und dann mal gucken, ob Mathieu mitfahren kann und wie lange. Aber ich glaube, das wird sehr, sehr geil. Wer soll denn von den Lombardei-Rundfahrt gewinnen? Ja, wenn dann nur Van der Poel. Also ich würde ja mal behaupten, dass sie für Lüttich noch einen besseren Fahrer haben als Mathieu van der Poel, wenn er denn in Form ist. Und der ist aktuell, glaube ich, ganz okay in Form zumindest. Quentin Hermanns, aber... Der war nämlich schon mal Zweiter da in Lüttich. Ich glaube aber, dass Mathieu besser ist als Quentin Hermanns. Vom Ergebnis bisher nicht. Nee, aber... Dieses Jahr kann er schon besser sein. Das will ich gar nicht verneinen, aber von der Statistik her ist die beste Karte für das Team aktuell Quentin Hermanns. So. Aber was ich eher mindblowing finde, ist, dass Alpecin de Koenig das erste Team ist, was es geschafft hat, die ersten drei zu gewinnen hintereinander. Ich dachte, das hätte Mapper irgendwie schon mal geschafft oder auch Quickstep, keine Ahnung. Das war, glaube ich, das erste in langer Zeit, oder? Oder ist generell das erste? Das ist das erste Team, was es geschafft hat, alle drei ersten Monumente zu gewinnen. Also hätte ich jetzt sonst aber auch nur Mapper gedacht. Ja. Und ihr fand das Rennen langweilig. Ich fand es, okay, er fährt 60 Kilometer vom Ziel los. Und was ich auch noch so krass fand, ist, der fährt neben dem Auto, macht Fistbump. Und du hast das Gefühl, die haben da gerade so ein Kaffeekränzchen. Und währenddessen baut er seinen Vorsprung weiter aus. Also der war ja so abnormal gut. Und hinten sind die ja auch vollgefahren, weil die Angst hatten, dass Küng nochmal von hinten kommt und Pity. Also es ist so... Ja. Übrigens fand ich deswegen auch noch ein spannendes Rennen, weil hinten Position 2, finde ich, war schon auch richtiger Fight, ne? Mit den Gruppen. Also... Ja, ich gehe so einen Teil mit, aber man muss ja auch erstmal sagen, auch bei der Flandern-Rundfahrt, da holt Van der Poel den Großteil seines Vorsprungs raus, als hinten keiner fährt. Ja, also ich finde, das kann man in den letzten Jahren sehr oft beobachten, dass wenn es Situationen gibt, wo herausragende Fahrer oder Teams, ja, man denkt nur an letztes Jahr Gent Wevelgem zurück, als Van Aert und Daport da vorne waren, dass man hinten super schnell resigniert und weiß, okay, ich fahre jetzt hier nur um zweiten Platz. Also es sind kaum Fahrer dabei, die dann wieder all-in versuchen, die Nachführarbeit zu organisieren, ja, also die Gruppen am Laufen zu halten. Viele sind vielleicht auch einfach nur froh, dabei zu sein und können nicht mitfahren. Aber da sind auf jeden Fall einige, die einfach sagen, okay, es gibt hier ein paar Fahrer, die sind auf einem anderen Level. Ja, ist ja auch so, aber wie hast du überhaupt wenn eine Chance gegen solche Fahrer, wenn dann nur kollektiv? Und da gibt's irgendwie, finde ich, das dauert viel zu lange, bis sich da Leute finden, die dann nochmal fahren wollen, wie dann am Ende. Ja, als dann. Ich finde das auch ganz komisch. Also die Gruppe, die dann am Ende steht, sind ja eigentlich genau, natürlich bis auf Philipsen, die Leute, die sich theoretisch direkt sagen müssten, wenn wir jetzt nicht fahren, dann ist vorbei. Ja. Und dass das dann nicht passiert, verstehe ich. Dann sind immer diese Einzelattacken, die natürlich sofort von einem Alpecin-Fahrer gecovert werden und sofort wieder auch aufhören. Und dann gucken sich alle an. Man kann auch sagen, die wollen jetzt vielleicht dann auch die Alpecin-Fahrer loswerden. Aber das ist auch das. Ja, also das kannst du ja immer noch. Aber du musst ja erstmal schauen, dass der nicht eine Minute rausfährt, weil die holst du dann auch nicht mehr zurück. Genau.
So, weil der, ja, aber, der macht da also vorne halt auch keine Fehler. Ne? Ich würde schon sagen, dass er die Minute, die holt er raus, wo er einfach viel, viel besser ist. Die haben schon, glaube ich, schon probiert, aber die... Ja, es hat, ey, also es gab wirklich eine Situation, da, der ist ja eine längere Zeit so auf 20, 30 Sekunden geblieben, ja, und die fährt er natürlich raus, aber das ist ja auch ganz normal, dass du mit so einer Attacke den, so einen Vorsprung rausfahren, aber dass es dann auf 2 Minuten raufgeht. So, also bis zu 2 Minuten. Ja, das ist natürlich, ja, okay, aber, auch dem, aber da musst du dir, die fährt dann natürlich, ja, nicht alleine, er fährt jetzt nicht alleine 2 Minuten raus, sondern es liegt natürlich daran, dass da hinten nicht organisiert nachgefahren wird und dann vielleicht auch nicht mit dem Commitment von jedem. Weil, ja, aber ich, das ist, nee, aber das ist ja auch irgendwo nachvollziehbar, ja, dass du weißt, okay, du weißt, das ist eh unwahrscheinlich, dass du ihn nochmal zurückholst, aber es gibt wenig Fahrer, die diesen Grashalm überhaupt noch greifen wollen, ja. Sich diese eine Chance vielleicht auf den Sieg zu wahren. Ja, aber kommt dir nicht in den Kopf, dass sie gar nicht können, dass die ganze Zeit mit 20, 30 Sekunden hinterherfahren und dann einfach die Beine aufgehen? Das ist einfach, ja, man konnte das ja sehen, dass einfach also es sind ein paar Fahrer gewesen maximal, die da jede Führung wirklich gefahren sind und die meisten lassen einfach Führung aus und das führt natürlich dazu, dass die Gruppe nicht läuft. Und das war jetzt nicht nur bei Roubaix so, sondern das war im letzten Frühjahr bei vielen Rennen so. Ja, und man hat es auch bei Strade Bianche gesehen, so als Pogacar dann losfährt, dann war hinten allen klar, okay, jetzt geht es hier nur noch um Platz 2. Und dann ist natürlich die Dynamik eine ganz andere, als wenn du noch in dieser Gruppe um den Sieg fährst. Und also natürlich war Van der Poel der herausragende Fahrer in beiden Rennen jetzt. Ja, also der hätte auch so gewinnen können, aber mit Sicherheit nicht mit diesem riesen Vorsprung. So, das verzerrt so ein bisschen auch, glaube ich, dann so die Ansicht, dass der, weiß ich nicht, also man muss sich das ein bisschen genauer angucken und hoffentlich machen das die Fahrer vielleicht auch nochmal so im Nachgang, dass sie vielleicht sehen, okay, hier hätten wir vielleicht ein bisschen näher dran sein können. Und weil du weißt ja letztendlich auch nie, was passiert, ja? Also Van der Poel, Flandern-Rundfahrt, da kommt er wirklich auf dem letzten Loch auch an. So, es war wahrscheinlich passiert es nicht, dass er einen Hungerass bekommt oder sonst irgendwas, aber du weißt sonst nicht, was passiert. Gerade in Roubaix, Sturz, Defekt, ja? Also da kann ja einiges sein. Leute, die Van der Poel irgendwas in die Speichen werfen wollen, habt ihr das gesehen? Es gab ein Video. Bin ich schon komplett anderer Meinung, weil er fährt. Und die fahren hinten auch voll, weil sie halt nicht wollen, dass gewisse Fahrer wieder von aufschließen. Die fahren hinten weiterhin voll. Du redest aber gerade schon von der Situation, als die Gruppe vorne nochmal komplett auseinanderfällt. Ja, aber du tust gerade so, als wenn das Cycling Manager ist und man drückt irgendwie auf so einen Button und dann fahren die einfach weiterhin schnell. Nee. Oftmals, komm, wir waren doch beide mal Rennfahrer. Das ist ja, du hörst ja oft auch auf, deswegen zu fahren, weil du merkst, es geht gerade nicht mehr und du machst deswegen keine Führung mehr, weil du halt kurz einen auf schlau machen willst, das ist ein Ding, ja, da gebe ich dir recht, aber auch, weil es halt nicht geht, weil du gerade diese Pause halt auch brauchst und das kennen wir alle, also die Radrennen fahren, das machst du ja nicht unbedingt aber in dem Sinne freiwillig. Das sind dann genau die Fahrer, die dann aber einen halben Kilometer später attackieren oder am Ende dann trotzdem noch vorne sind. Also, aber es ist das Gleiche mit den Teams bei Sprintvorbereitungen, die warten bis 10 Kilometer vom Ziel, immer fährt einer, wo alle denken, sie sind einen Ticken schlauer, aber das ist halt auch Radrennen und wenn du in dem Moment nicht das Gefühl hast, du kannst jetzt zu 100% dich committen und durchziehen, ja, dann gehörst du halt dann aber auch nicht dahin. Und das betrifft ja dann deinen Fahrer auch mit Mats Pedersen und so. Und ich finde, dann sollte man nicht anfangen zu sagen, der gewinnt nur deswegen, sondern er gewinnt gerade deswegen, weil er so gut ist. Also ich glaube, da muss ich dir jetzt sofort widersprechen, weil ich glaube, Mats Pedersen hat noch nie eine Führung ausgelassen. Was jetzt nicht unbedingt immer das Schlauste ist, aber da muss ich auf jeden Fall sagen, der hat noch nie eine Führung ausgelassen. Aber es ist ja auch nicht nur mir so aufgefallen, das wird breiter diskutiert, dass halt viele einfach vor diesen man liest ja auch immer einen Tag später in den Pressespiegel so, ja, anderes Level, natürlich anderes Level, aber der ist halt nicht 2 Minuten vor denen, sondern vielleicht, wenn das Rennen anders gefahren wird, gewinnt er immer noch, aber vielleicht nicht mit 2 Minuten Vorsprung, sondern mit 40 Sekunden oder wie auch immer. Und 40 Sekunden sind schnell vorbei, wenn dann mal was passieren sollte. Und also es gibt da schon Leute, bin ich mir relativ sicher, die das jetzt nicht aus, weil sie nicht können, sondern weil sie genau wissen, ich fahre jetzt auf Platz 2 und das dann ziemlich schnell entscheiden. Also
Das finde ich eigentlich schade, weil ich glaube, wenn es ein bisschen mehr Kooperation geben würde, dann wären manche Dimensionen gar nicht mehr so groß zwischen den Fahrern. Ja, wunderbar. Wo sind wir jetzt eigentlich gelandet? In Weinfelden oder wohnst du woanders mit dir? Felden-Wellhausen, gerade neben Frauenfeld. Ah ja. Ja, da ist der Besenwagen heute eingeschlagen. Ganz spontan, ich freue mich sehr, einen Gladiatoren von Paris-Roubaix hier direkt noch einsteigen lassen zu können. Wir begrüßen Stefan Bissiker. Servus. Hoi, vielen Dank. Servus. Hi, Stefan. Und eigentlich mussten wir gar nicht so weit fahren. Ist ja fast Deutschland, oder? Ja, 15 Kilometer sind es bis zur Grenze. Aber es ist ein bisschen schöner hier als in Deutschland. Ja, ich wollte sagen, man hört das nicht so gern, glaube ich. Das ist auf jeden Fall ein strammer Einstieg in den Podcast. Oh Gott, ich habe einen Kumpel, der, ich habe ja Physiotherapie studiert und das lange gearbeitet. Mit mir hat jemand studiert, der ist direkt nach Frauenfeld gegangen und ist seitdem da Physio. Von der ist direkt nebendran. Ein Kilometer bis zur Grenze, bis zur Stadtgrenze für mich. Ja, und von dem habe ich auf jeden Fall von Anfang an mitbekommen, es gibt gewisse Ressentiments auf jeden Fall. Ja, immerhin fahren unsere Züge pünktlich, gell? Es geht direkt weiter. Also das heißt, du bist richtig ein Deutschland-Fan. Ja, doch, Deutschland ist schon auch cool, aber wir haben in der Schweiz kriegen wir immer wieder Probleme mit dem ÖV, weil die Deutschen einfach zu spät sind und die Züge dann immer hinterher sind. Also ja, es läuft nicht alles 100% in Deutschland, würde ich mal sagen, im Moment. Du hast ja gemerkt, Besenwagen kommt auch nicht pünktlich. Ja, die haben auch 10 Minuten, 15 Minuten Verspätung. Aber das geht bei uns noch. Aber zumindest wir fallen selten aus, von daher. Ja, das ist gut. Nee, in der Schweiz ist halt pünktlich, beim Zug ist halt pünktlich. Also eine Minute zu spät ist zu spät. Ja, ist halt auch das Land der Uhrmacher. Dass da alles auf die Sekunde genau passiert, ist ja klar. Und es muss getaktet sein. Kostet ja auch alles mehr. Also wenn du da mit dem Zug fährst, das zahlst du natürlich auch für die Pünktlichkeit mit wahrscheinlich. Ja, definitiv zahlst du für das. Aber was mir gerade auffällt, du bist auf jeden Fall auch der Erste seit langem, also erster Radprofi seit langem, der in Casual vor uns sitzt und nicht mit Teamkleidung, wo die immer denken, das sind, glaube ich, die Sachen, muss man darauf achten. Fällt mir gar nicht auf. Die haben immer so Team-Cappy auf oder so Team-offizielle Kleidung. So ich glaube, die denken hinten dran gehängt. Ja, ich glaube, die denken immer, dass wir aufnehmen und dass es irgendwo sichtbar ist. Das wird immer so voller Montur. Oder die tragen das auch in der Freizeit, ich weiß es nicht. Gibt wahrscheinlich beides. Ja. Einige mögen auch einfach die Cappys und so, dann haben sie es auch in der Freizeit dann. Es gibt schon. Man muss nicht einkaufen gehen, ne? Also genau, man kriegt alles gratis. Machen. Alles gratis nach Hause geliefert. Na gut, Team-Pulli. Also eure Palace Crocs würde ich auch in der Freizeit anziehen, von daher. Nee, die haben mir gar nicht gefallen. Die habe ich nicht mehr. Ah, die hast du schon vertickt, oder was? Ja, das war gar nicht mein Style. Okay. Ich muss hier nicht einfach alles zu Hause lagern, was ich eh nie anziehen werde. Hat sich jemand gefreut auf jeden Fall? Ja. Scheinbar schon. Aber für mich war das wirklich, die ziehe ich nie an. Die sind auch zu schade, um in den Garten zu gehen. Ey, lass mich dich mal ganz kurz vorstellen fürs breite Publikum hier. Wer nämlich noch nicht mitbekommen hat, wer hier sitzt, Stefan Bissiger. Schweizer Landsmann hat man schon mitbekommen. Südlich vom Bodensee ist er zu Hause. 25 Jahre alt und schon in seiner vierten Saison beim Team EF. Education First Easy Post heißt das jetzt im dritten Jahr. Und also du bist vor kurzem noch vorgekommen auf jeden Fall, als wir Jonas Rutsch zum zweiten Mal zu Gast hatten. Da haben wwir eine lustige Geschichte von euch auf dem eingeschneiten Gletscher gehört. Kannst gleich nochmal aus deiner Perspektive zum Besten geben. Ich sag nur schon mal so hier, so ein paar Ergebnisse kann man bei dir auch schon, du bist nämlich gar nicht so langsam. Zeitfahrspezialist würde ich sagen, aber auch für Klassiker nicht der schlechteste Kandidat. Eine Etappe bei Paris-Nizza schon gewonnen, Tour de Suisse, Benelux, UAE-Tour. Du warst Europameister im Einzelzeitfahren. Genau. Eine Etappe der Tour de l'Ain und natürlich Schweizer Meister auch schon gewesen. Läuft ganz gut. Und es sind auch nicht alles Zeitfahren, die du da gewonnen hast. Auch ein paar normale Etappen gewonnen. Tour de Suisse-Etappe zum Beispiel. Genau. Manchmal auch sonst ein bisschen Glück gehabt. Ja. Läuft auch mit normalem Lenker. Ja, genau. Manchmal mehr, manchmal besser. Da braucht man halt ein bisschen mehr Glück, wenn man in der Fluchtgruppe durchkommen will.
Du hast ja, ich wollte noch sagen, du hast ja Andy Klier als sportlichen Leiter, der dich im Straßenrennen auch so aerodynamisch macht, am besten wie im Zeitfahren. Also ist schon ja, der Lotz ist auch ganz gut. Der Lotz ist wirklich ganz, ganz gut, auch in Roubaix bei den Klassikern. Aber wenn halt das Glück fehlt, wie bei mir in Roubaix, dann ist halt auch, dann kannst du so gute Leute rundherum haben, wie du willst. Passt, kommst du nirgendwo hin. Da können wir gleich gerne nochmal drauf zurückkommen. Aber was mich mal kurz interessieren würde, ist, wenn du in den Zeitfahren reingehst, was auch Kurven hat, was in der Regel der Fall ist, mit wie viel Prozent Wahrscheinlichkeit eines Sturzes gehst du von vornherein selber rein? Boah, vielleicht 5%. Aber du fährst ja immer so sehr am Limit, das ist ja unglaublich. Also deshalb nicht so jede Kurve. Man lernt halt, wo das Limit ist. Man lernt das Limit kennen und dann fährt man halt am Limit und nicht über dem Limit. Aber du riskierst ja auch schon viel mit Reifenwahl und sowas. Was geht, wir hatten da eher ein bisschen Anwaltprobleme. Da hat keiner so wirklich gewusst, was da bei den Reifen los war. Oder Vittoria hat es uns nicht gesagt, eins von beiden. Okay. Okay, ich spare mir die Nachfragen. ja, Paul, du bist jetzt hier. Nein, ihr dürft gerne fragen. Ja. Aber ja, das ist eine komplizierte Geschichte von Dänemark da. Okay, also gut. Wir reden vom Tour-Auftakt-Zeitfahren. Ja, ne? Genau. Ja, genau. Bei dir ist es halt so krass einfach mal, weil du halt extrem krasse Positionen auch und man sieht bei dir und hört ja auch immer, dass du echt so bei allem feilst und das sieht man halt im Rennen auch. Also da ist auf jeden Fall dann nie, also da ist jetzt nicht zu viel Platz immer. Also du nutzt schon jede Kurve aus. Ja gut, ja, wenn man ein gelbes Trikot holen will, dann geht das halt auch nicht irgendwie auf dem Einrad, ne? Nee, das stimmt natürlich. Mit Trillerpfeife im Mund. Also wer sich das mal genau angucken will, der tunt nochmal in die Netflix-Doku über die Tour de France rein. Da ist nämlich Stefan der Protagonist, leider der dramatische Protagonist der ersten Folge. Nicht aber, sehr erfreulich. Ja, aber wie sehr haut einen das dann nieder, wenn man so alles, die Vorbereitung drauf legt, auf jetzt so eine erste Tour-Etappe, das gelbe Trikot als Ziel und dann passiert sowas? Also ja, extrem natürlich. Ist halt auch sehr enttäuschend, weil vor allem die Power wäre da gewesen. Ich hatte den Sieg definitiv in den Beinen, aber halt die Reifen haben da nicht mitgespielt. Das Problem ist, dass bei uns im Team hat es keiner gewusst, dass der im Regen nicht hält, diese Reifen. Mhm. Anscheinend wissen es andere Fahrer. Vittoria selber sagt, im Regen ist er in der Kurve besser als der normale Straßenreifen, nur auf der Geraden schlechter. Also laut Vittoria sollte der Zeitfahrreifen besser sein im Regen, aber vom Gefühl her und auch was wir danach nochmal erlebt haben, das Jahr danach habe ich im Algarve, bin ich mal im Plattregen reingekommen. Das kannst du vergessen, mit dem Zeitfahrreifen, den wir hatten, im Trocken ist er ultra schnell. Und danach geht gar nichts mehr. Ja, du hast die Kids am Start. Ja, der Kleine ist hier hinten wieder nach Hause gekommen. Du bist Vater, okay. Ja, seit bald einem Jahr. Ah, okay. Aber ich geh mal in ein anderes Zimmer. Der Kleine hier hinten kriegt eben noch ein bisschen was zu essen. Servus. Das Telefon nicht vergessen. Ja, ich hab's dabei. Perfekt, okay, gut, ja, Basti, dann kannst du mit deinem normalen Rhythmus hier reingehen. Entschuldigung, dass ich da so reingekretscht bin. Alles gut. Ja, nö, ist ja, ich finde das in letzter Zeit eigentlich auch cool, dass wir das so ein bisschen natürlicher machen. Man hat ja immer was zu quatschen. Aber wir wollen auf jeden Fall nochmal auch in Roubaix mit dir reingehen. Aber lass doch mal, du bist ja auch irgendwie zum ersten Mal Gast hier und wir wollen ein bisschen durch deine Karriere und dein Leben streifen. Und natürlich wollen wir erstmal wissen, wie du zum Radsport gekommen bist. So, was der kleine Stefan in Weinfelden, was hat er so getrieben und wie ist das so zustande gekommen? Ja, ich war immer sehr, sehr sportbegeistert. Ich habe lange Fußball gespielt. Wir haben Radreisen durch die Schweiz gemacht. Radferien mit der Familie. Wir sind davon in Albula passend so gefahren. Und dann kam das halt irgendwann, dass wir nebendran ein Radrennen haben. Dann haben mich meine Eltern da angemolden und dann kam der Kontakt mit Marcello Albesini zustande. Der hat mir dann ein Rennrad ausgeliehen und ja, von da an ging es dann los. Dann ging es halt so immer mit der Hilfe von Marcello durch die Kategorien durch und immer besser und besser. Und
bis ich dann halt irgendwann oben ankam. Du hast eben. Klingt einfach. Ja, es war. Ja, es, manchmal ist es halt einfach so. Ja. Klar, es ist nicht immer einfach, aber. Du hast mit Albasini auch noch relativ lange, also auch als schon noch als du Profi warst, als Trainer gearbeitet, ist das korrekt? Ja, bis vor 2 Jahren. Genau. Ist auch krass, oder? Wenn du dann so lange mit jemandem zusammengearbeitest, der dich dann auch ja schon als Kind trainiert hat, quasi, ne? Ja, gut, eben ganz am Anfang war es ja nicht so ganz das Training dann von ihm. Da hat er dann einfach am Mittwochnachmittag hat er Training angeboten, dann sind alle gekommen aus der Region oder aus, ja, Region ist wahrscheinlich zu viel gesagt, aus der Gemeinde oder so, das sind so ein Umkreis von 5 Kilometern. Und dann waren wir da so 4, 5 und dann haben wir zusammen Training gemacht mit ihm. Mhm. Das wirklich mit spezifischem Plan, das kam bei mir, kam das ziemlich spät. Wann war das ungefähr, als du so angefangen hast, mit Plan zu trainieren? Boah, vielleicht. Also man muss dazu sagen, bei Marcello ist es nicht alles, dass man so jeden Tag direkt aufgeschrieben hat, sondern ist mehr mal, mach mal und so. Also selbst als ich bei EFV und ihn als Trainer hatte, hatte ich teilweise wochenlang gar nichts drinstehen. Wir waren einfach so im Austausch, so was meinst du, das oder das? Dann habe ich mir das selber so zurechtgelegt und habe mir selber quasi die Stunden gegeben. Und er hat nur gesagt, wenn es nicht passt. Okay. aber hattest du schon immer eine Affinität auch fürs Zeitfahren? Oder hat sich das erst entwickelt? Ja, das kam irgendwie. Das war irgendwie da. Einfach. Ich glaube, es kommt viel halt vom Pacing her, dass man wirklich das Pacing einhalten kann. Dass man sich da auch bewusst ist. Und halt einfach das Ganze rundherum auch bewusst ist. Wie fahre ich eine Kurve an? Wie fahre ich in Position und wo fahre ich in Position, wo mache ich was, wo muss ich investieren, wo kann ich ein bisschen erholen, und das sind so ganz kleine Sachen, aber es gibt einfach Leute, die checken das überhaupt nicht und die können da viel mehr treten, aber bringt halt auch nichts, wenn du dann mit 50 km/h außen im Lenker fährst und 100 Watt mehr triffst, bist du immer noch langsamer. Ja, also das heißt, dir macht es halt auch Spaß, einfach so in diese Feinheit. Ja, es geht. Das ist nicht so meine Lieblingsdisziplin. Es ist halt immer ultra hart. Wir werden auch, fängst wieder langsam schon fast zu schnell, wenn du da immer mit 60 km/h durch die Gegend fährst. Das macht auch keinen Spaß mehr, ist einfach nicht mehr so wirklich sicher. Aber ich bin irgendwie einfach gut und darum macht es dann halt trotzdem Spaß, wenn man vorne mit dabei ist. Ja, oder zu oberst steht natürlich. Aber es ist eine interessante Aussage. Also du fühlst dich selbst nicht mehr sicher? Kommst du in so einen Bereich, wo du sagst, ist langsam kritisch einfach? Ja, es geht ja schon beim Training los. Selbst wenn ich keine Scheibe und kein Zeitfahren drin oder dabei habe, ich fahre trotzdem in den Übungen oder in Intervallen fahre ich 55 km im Flachen. Und dann hast du mal noch Rückenwind, dann fährst du halt 60, 65 und dann fährst du durch Dörfer durch, wo die Autos nur 50 fahren. Also ich muss teilweise da die Autos überholen. Mhm. Ja, mit Zeitfahrrad im Straßenverkehr trainieren finde ich auch grenzwertig, muss ich sagen. Ja, eben, wir haben zum Glück eine Straße, da hat es sehr wenige Autos, aber trotzdem, du fährst durch 3 Dörfer durch in. Also die Strecke ist 16 Minuten von Kreisel bis Kreisel mit Race Pace. Das ist so 50er Schnitt oder so, bisschen drüber. Und du fährst durch 5 Dörfer durch und hast aber immer Fortschritt, weil du hast eigentlich die Hauptstraße. Aber eben das, ja. Du musst halt trotzdem hoffen, dass keiner ausbiegt und dich so unterschätzt. Genau, es ist wieder mal ein Traktor davor oder ein Bus oder was auch immer. Und ja, das ist genau 50 wie bei mir im Training. Ja. Vielleicht nimmst du das aber auch nur so wahr, weil ich habe natürlich noch mal ein bisschen in deinen Ergebnissen geforscht, und als Juniorenfahrer ist Stefan Bissegger auch schon einen 52er Schnitt im Zeitfahren gefahren, also ja, aber mit Scheibe und mit Helm und ja, es kommt auch immer ein bisschen darauf an, wie lang das Zeitfahren ist natürlich, wenn es nur 10 Minuten ist, dann kannst du mal einiges schneller fahren, als wenn es eine Stunde ist. Das ist natürlich schon klar, und es kommt darauf an, wie viele Kurven das du hast. Ja. Oder wie viele Kurven, wo du effektiv bremsen musst. Ja. Wie weit,
Ja. Wie weit bist du eigentlich selber involviert so in der Entwicklung vom Material, was es vom Teamsponsoren kommt? Oder? Sehr wenig, weil ich vertraue hier Andreas zu 100%. Mhm. Er macht einen super Job und dann muss ich nicht auch noch, das kostet sonst mich nur Energie. Mhm. Ich weiß, ich habe da ein super Team dahinter und die machen das Beste, was möglich ist. Ist ja auch immer so mit Teamsponsoren. Selbst wenn ich jetzt wüsste, dass Marke XY 10 Watt besser ist, ich darf es ja trotzdem nicht fahren. Ja. Ich muss ja wirklich halt, ja, wir haben ein super Team, wo dann wirklich auch ein super schnelles Material macht. Ich will auch gar nicht testen, was wäre schneller oder was wäre wenn, weil das kommt ja dann trotzdem nicht in Frage und das gibt mir nur mentalen Knick. Also ich habe nie Konkurrenztests gemacht und vertraue einfach dem Team 100%, weil sie einen super Job machen. Das ist ein interessanter Punkt, weil als ich früher bei Bora war, oder NetApp war es noch, da hatten wir Leopold König, der war zu damaligen Zeitpunkt irgendwie auch so Top 10 Tour und Welter und so. Und dann haben wir Zeitfahrtests gemacht und dann wurde halt dann auch Fremdmaterial getestet und ist dann am Ende auf Fremdmaterial gefahren, was zu Stress geführt hat, weil er halt eben auch dann so alles getestet wurde und rauskam, dass das, was wir hatten, eventuell zu dem Zeitpunkt nicht das Beste war. Und das ist schon ein guter Punkt, was du sagst, weil du kannst es halt eigentlich eh nicht ändern. Ne? Und in deinem Fall Sponsoren bezahlen ja dann auch relativ solides Geld, um irgendwie Teil von so einem Team zu sein. Ja, es ist im Zeitfahren eh immer so ein krasses Ding, ne? Das, wie entscheidend das Material ist. Also Beine auch, aber was für so einen Vorteil Helm halt dann haben kann und ein Anzug dann auch gerade, ne? Ja, es wird dann eben ziemlich kompliziert, weil zum Beispiel wir arbeiten ziemlich viel mit CFD, also mit dem virtuellen Windkanal, im Allgemeinen, weil es einfach auch viel einfacher ist, da muss ich nicht vor Ort sein, das ist ein Computer, der rechnet und rechnet und rechnet. Der ist aber ein bisschen anders als Windkanal und ein Windkanal ist nochmal ein bisschen anders als wenn du auf der Bahn die Tests fährst mit dem No-Show oder was für ein, weiß ich für ein Aerodynamik-Device. Aber der auf der Bahn, der hat auch wieder gewisse Tücken und gewisse Fehler, der Sensor. Also da ist eigentlich, wenn du es perfekt machen willst, dann musst du aus allen, musst du zigtausend verschiedene Tests machen, dass du irgendwo dann wirklich die Tendenzen findest. Und dann hast du auch noch bei 30 km/h etwas anders schnell als bei 40 und bei 50 nochmal etwas anders und bei 60 nochmal. Bei 70 sowieso nochmal. Wo willst du dann testen und was ist dann wirklich bei welchem Tempo auch das Schnellste? Das ist ja wirklich halt das ganz Komplizierte in dem ganzen System. Mhm. Aber hast du dann, weißt du dann quasi Zeitfahren, die für dich besser geeignet sind als andere? Also jetzt mal ein Bergzeitfahren rausgenommen, aber halt Arten von Strecken, die dir mehr liegen als andere? Ja, grundsätzlich schnell und sehr, sehr viel in Position, also grundsätzlich eine einfache Strecke. Okay. Weil mein Helm ist ultra schnell in einer Position, aber sobald du den Kopf ein bisschen heben musst, verliert er ziemlich viel an Performance. Also solange er in der optimalen Zone ist, die ist sehr, sehr klein, da bist du eigentlich ultra schnell mit dem Helm. Ja, schon ein krasses Thema eigentlich, ne? Also kannst du dich auch stundenlang drüber unterhalten. Ne? Auf jeden Fall. Raumfahrttechnologie. Ja. Ja, und auch Jetpilot und Raumfahrttechnologie. Wir switchen ein bisschen hin und her so aus in Vergangenheit und Gegenwart. Ich würde da nämlich nochmal früher einsteigen. In der Jugend hast du irgendwelche Idole gehabt oder irgendwelche Leute gleichen Alters, die dich gefordert haben? Ja, also Idole waren natürlich Cancellara, Fabian Cancellara. Was war das, U11, U13, U15, so war hat er ja oben alles abgeräumt, das ist ja relativ klar, dass er halt als Landsmann das Idol ist. Sonst, bei uns gab es immer die Müller-Familie, die hat irgendwie immer alles dominiert in jungen Jahren, also für mich Reto Müller, gleicher Jahrgang. Die haben da lange wirklich alles dominiert, bis zu U17, glaube ich etwa. Dann kamst du. Nein, es war natürlich immer schwierig, dann kam Hirschi auch, Marc Hirschi, der, wenn er ganz jung war, war er auch noch nicht so gut. Der kam auch erst ein bisschen später. Bei der U17, da wurde Hirschi stark. Ich erst so ein bisschen bei der U19. Ja, Gino Meda war natürlich ein Jahr drüber. Das war dann halt auch immer Konkurrenz. Mario Spengler war da noch früher. Johann Jakobs, der
Querfahrer oder jetzt bei Movistar. Ja. Mauro Schmid war dann ein Jahr drunter. Also wir haben da schon eine ziemlich gute, ja, ziemlich guten Jahrgang gehabt und auch drüber und drunter war ziemlich viel Konkurrenz. Ja. Wann war bei dir so der Punkt, als du gemerkt hast, du kannst Profi werden, oder stand das für dich nie so außer Frage, sondern war immer nur eine Frage des Prozesses? Boah, ich habe am Anfang gar nicht wirklich daran geglaubt, dass es Profi wird. Ich habe auch nicht so wirklich davon geträumt, sondern ich bin mehr so Step für Step. Ich habe meine Ausbildung als Fahrermechaniker gemacht. Die habe ich dann auch abgeschlossen. Dann habe ich noch die Schweizer Armee gemacht, also Sportarmee. Und da wurde es dann so ein bisschen klar, dass es eigentlich danach dann reichen sollte, wirklich auf der Straße Profi zu werden. Sonst würde ich wahrscheinlich immer noch als Fahrermechaniker arbeiten. Das hat mir immer Spaß gemacht und war nicht schlecht. Aber hängst du manchmal dann bei den Mechanikern rum und schaust, was die machen? Oder ist also einfach nur raus aus Interesse? Oder weißt du Sachen besser? Das kann ich besser. Da fängt dann eben das Problem an. Weiß ich es wirklich besser? Da habe ich nur das Gefühl, dass ich es besser weiß. Dann lasse ich die eben lieber einfach alleine und lasse die machen. Okay. Aber schraubst du zu Hause viel? Also machst du dein Zeug zu Hause komplett selber? Ja, zu Hause mache ich das Zeug selber. Bisher nicht so viel. Wir haben halt ein Trainingsrad. Das ist nicht immer im besten Zustand, wenn ich das so sagen kann. Es wird halt nicht nach jedem Training gewaschen, sondern es steht halt in der Ecke und dann, wenn es wieder raus muss, dann muss es halt wieder raus. Aber ja, klar, wenn etwas ist, mache ich es immer selber. Kette wechseln, Reifen wechseln, was auch immer. Wann? Ich habe die Skills habe ich noch. Wann ist denn der Zeitpunkt, wo du sagst, okay, jetzt muss ich mal das Fahrrad waschen? Ja, wenn es wirklich dreckig ist und quietscht und irgendwann wird es richtig Zeit, wenn es halt wirklich vor Dreck steht und kaum mehr dreht. Ja. Aber es gibt wirklich so einen Todpunkt. Ne? Also ich kenne das ja auch so, dass man, es nervt einen, wenn das Rad dreckig geworden ist, also weil man es gerade sauber gemacht hat. Und dann kommt aber dieser Todpunkt, wo es einfach komplett egal ist, wie dreckig es ist. Weil es eh schon dreckig ist, dann ja, scheiß drauf, wie du schon sagst, bis zu einem Punkt, wo halt dann Sachen nicht mehr richtig funktionieren. Aber wenn du jetzt dann irgendwann die Karriere in, keine Ahnung, 10 Jahren beendest oder so, ist dann für dich so auch das dann wieder eine Möglichkeit, zurück in diesen Beruf zu gehen oder vielleicht auch einen Radladen zu haben? Oder, das ist noch ein bisschen weit weg, muss ich ehrlich sagen. Ja, ich weiß, aber es sind ja so Dinge, wo man eine Passion für hat und weiß, ey, keine Ahnung. Ja, nee, natürlich, es macht mir ultra viel Spaß. Also, bisschen arbeiten, ja, kommt natürlich auch der Frage darauf an, wie viel Geld das ich noch brauche. Man verdient nicht ganz so gut in dem Beruf. Fahrermechaniker reicht knapp so zum Überleben, also ja, wandern wir jetzt eher einfach ein bisschen zum Spaß, halt so 20-40% oder so, keine Ahnung. Wie war das bei Mats, der hat seinem Vater einen Fahrradladen gekauft, ne? Oder? Keine Ahnung. Die Schwierigkeit in der Schweiz ist halt wirklich, dass der richtig gut läuft, muss der tausende selber Stunden da hineinbringen, sonst funktioniert es nicht. Das ist dann auch nicht das Ziel nach der Karriere. Wann hast du denn dein Idol Fabian Cancellara kennengelernt persönlich und habt ihr heute ein gutes Verhältnis? Ich habe die kennengelernt, was war das? Vor 3 Jahren oder so. Ach, also gar nicht da so lange her. Nee, als er dann bei Tudor oder so eingestiegen ist. Also da halt wirklich kennengelernt. Davor warst du bei WMs oder so, warst du halt zusammen da, aber ich meine, als Junior, da bist du ja Start, wenn der kommt, da hast du nicht wirklich viel Kontakt mit denen sowieso. Wir haben immer so ein paar Fragen, die nichts mit Radsport zu tun haben. Ich schmeiß einfach immer jetzt so Sachen zwischen rein. hat sich bis jetzt schon gut etabliert hier in dieser Unterhaltung. Wir hatten mal gesagt, wir fragen jeden Gast nach dem, was schraubst du dir am liebsten rein nach dem Radfahren, nach dem Training, wenn du nach Hause kommst? Eiscreme eigentlich. Klasse. Geil. Ja. Geil, da bin ich auch genau im Boot. Eis, so direkt nach dem Training Eis, Hammer. Ja. Kennst du Spaghetti-Eis?
Ja, aber ich habe lieber eine gute Qualität, als irgendeine scheiß Qualität, scheiß Industrie heißt. Ja, wie, aber es gibt ja auch Spaghetti Essen in guter Qualität. Ja, ja, also. Keine Ahnung, bei uns in der Schweiz ist das nicht so bekannt. Du, da gibt es das nur abgepackt, oder was? Ja, da gibt es nur im Supermarkt. Ja, bei uns gibt es ja nur in der Eisdiele. Das ist ja eklig. So richtig, so selber gemacht auch. Ja, Eisdielen haben wir halt in der Schweiz nicht so viel. Wir haben nicht so heiß. Ernsthaft? Wir sind eher als Bergnation bekannt. Ja gut, aber Deutschland ist jetzt auch nicht die Eishochburg. Ne? Also wir sind ja nicht Italien, aber das ist ja krass, dass hier bei euch, also Eisläden sind bei euch eine Seltenheit quasi. Ja, du hast einfach eine Bäckerei, die hat auch Eiscreme verkauft, aber ja, wir haben nicht Eisdielen, okay. Kennt man bei uns nicht. Okay, krass. Ja, wahrscheinlich, sonst wird auch eine Kugel 5 Schweizer Franken direkt kosten, ne? Ja, Alter, da bist du ja ziemlich gut dabei. Guck, Dänemark, irgendwie 12, 13 Schweizer Franken, ja. 3 Kugeln Eis und ein bisschen Sahne. Oh Mann, ey. Was war denn bis jetzt dein größter Erfolg oder das, woran du dich am liebsten zurückerinnerst? Ich würde sagen, ein Europameistertitel. Das war wirklich sehr, sehr speziell, ja. Auch gegen Stefan Küng gewonnen. Knapp, also, ja. Landsmann vom Top-Podest verdrängt. Ja, den Fast-Nachbar. Der wohnt nur 3 Kilometer von mir hier. Ah, krass, okay. Geht ihr, trainiert ihr zusammen, oder? Selten. Das ist aber oft so, ne? Nee. Dass wenn so Radprofis nah aneinander wohnen, dass die gar nicht so oft zusammen trainieren, außer das sind jetzt Teamkollegen oder so. Ja, das Programm ist halt auch immer schwierig. Also meistens bist du nicht zur gleichen Zeit zu Hause, weil der ist da und der ist da. Er ist da im Trainingslager und ich bin halt dann zu Hause und gehe später ins Trainingslager oder wie auch immer. Und sonst hast du an den Tagen nicht das Gleiche zu tun. Irgendwie, dann macht er einen Long Ride und ich habe Ruhetag und umgekehrt. Es sind vielleicht 2-3 Mal im Monat, wo wir uns wirklich treffen. Meistens, wenn es regnet, schlecht Wetter ist, dann schreiben wir uns kurz am Morgen. Und der fährt auch, mit dem Zeitfahrrad auf dieser 16-Minuten-Strecke? Ja, er fährt eine andere Strecke. Okay. Aber teilweise auch, ja. Aber da kommst und so musst du da nicht mehr holen gehen. Wir sind da hinter Marcello schon hinter dem Motorrad und alles durchgefahren. Hast gar keine Chance mehr. Okay. Wie erklärst du es eigentlich, dass aus der Schweiz immer so viele gute Radsportler kommen? Also ihr habt ja wirklich so eine für dieses kleine Land so eine krasse Fülle. Ich meine, du hast vor ein paar Namen genannt. Das ist natürlich auch so ein Generationsding immer, ne? Die pushen sich also, dann so gegenseitig. Aber wir müssen ja dazu noch, die Straße ist ja schon ganz gut, aber dann gibt es ja, noch Mountainbike. Lecko funny. Ja, Mountainbike ist absurd. Ja. Ja, es kommt halt immer von der Förderung her, gell? Wir haben einen super guten Verband, der betreibt wirklich sehr, sehr gute Förderung. Sie haben jetzt auch sehr viel mit ihren Leistungstests und Einschätzungen, können sie auch viel vorbestimmen, wer für welche Disziplin quasi geeignet ist. Was je nachdem halt, ja, in der Schweiz gibt es fast noch mehr Mountainbiker als Straßenfahrer. Auf dem Mountainbike ist es halt einfach schwer, wirklich Geld zu verdienen. Gibt es halt nicht viele, das ist mehr so familiär, also du gehst mit deiner ganzen Familie und im Camper, gehst am Wochenende an ein Rennen und fährst da ein bisschen rum und dann gehst halt wieder nach Hause. Hast dafür halt auch nicht so viel Leistungsdruck wie auf der Straße und halt auch weniger Konkurrenz. Aber ja, sie fangen jetzt wirklich halt auch bewusst an, zu denen, die technisch hinterher sind und es auch nicht einfach so schnell hinkriegen, auch mal zu sagen, probier es doch einfach mal auf der Straße. Könnte auch gut sein für dich. Einige kommen dann und einige wollen trotzdem nicht und fahren halt das Leben lang auf dem Mountainbike hinterher. Aber der Verband probiert zu helfen und probiert auch die Leute in ihre beste Disziplin zu stecken am Ende. Was natürlich eben viel hilft für das Endresultat. Gehen die Verbände auch in die Schulen und machen da so keine Ahnung, Tests? Man kann sie buchen für Techniktraining, aber nicht Leistungstests oder so. Das okay, kein Scouting. Nein, Scouting nicht, dass ich wüsste, ne. Okay. Aber wir haben da so Trainingsstützpunkte in verschiedenen Regionen. Also in der Ostschweiz gibt es hier einen, die sind dann meistens über alle Disziplinen. Also da ist Mountainbike, Straße, BMX, Bahn hat es halt kaum, weil wir haben keine Bahn. Aber da ist zum Beispiel
Ralf Neff ist da Chef für den Stützpunkt zusammen mit Martin Gujan, war ja auch Mountainbike-Profi und noch ein Coach. Also die haben dann teilweise schon auch wirklich, sind wirklich gut aufgestellt. Und dann gehst du eigentlich vom Stützpunkt, gehst du dann später, wenn du wirklich gut genug bist, auch in der Nationalmannschaft und wirst dann halt weiter gefördert. Hm. Ja, auf jeden Fall war das spannend zu beobachten, so die letzten Jahre mit der Swiss Cycling Academy, was jetzt eigentlich das Tudor-Team ist, kann man sagen. Ne? Das ist ja Swiss Racing Academy war es, nicht Swiss. Swiss Racing Academy, sorry. Kein Problem. Das hat eben nichts mit dem Verband zu tun. Das ist eigentlich ein separates Team eben. Ah, okay. Dieses Team, das war nie vom Verband her, das hat nie irgendwas mit dem Verband zu tun gehabt, das war immer separat. Das hat halt immer einen privaten Investor gehabt, oder? Das hat das keinen Sponsornamen getragen, oder? Ja, da war es irgendwie mit IWC und so zusammen, genau davor. Ja. Die haben da investiert, als Pirmin Lang in Charge war da. Da bin ich ja auch noch da gefahren, ein Jahr. Mhm. Und dann danach wurde es dann Tudor und dann hat es Cancellara übernommen mit seinem Team und die haben jetzt ziemlich große Schritte gemacht. Da dachte ich immer, das hängt irgendwie auch mit dem Verband zusammen, weil ich meine, gut, das war ja auch eigentlich immer die Schweizer Nationalmannschaft, die dann da komplett in dem Team drin war, ne? Deswegen. Klar, vom Namen her liegt es sehr, sehr nahe, aber das tatsächlich hatten die nichts mit der Nationalmannschaft zu tun. Okay. Wo siehst du dich denn gerade so in deiner Karriere? Also für mich jetzt so aus Außenwahrnehmung, viertes Jahr EF, aber bist du schon, also bist jedes Jahr noch besser geworden und gefühlt steckt da auch wahrscheinlich noch für mich was an Potenzial drin, beziehungsweise große Siege. Wo nimmst du dich wahr? Wo willst du noch hin? Was willst du noch erreichen? Ja, ist immer sehr, sehr schwierig. Viel Potenzial ist bestimmt nicht mehr, aber es gibt immer auch ein bisschen mehr Rennglück, wäre halt teilweise schön. Dieses Jahr in den Klassikern hat es nicht so gut gepasst für mich. Die Beine waren wohl gut, aber das Rennglück hat ein bisschen gefehlt. Das hat mich dann, fast bei jedem Rennen hatte ich irgendwo ein bisschen Pech. Wenn da mal was aufgeht, dann kann es auch mal gut ein Podestplatz sein in Roubaix halt. Oder in Gent oder was auch immer. Und, für mich ist es mehr einfach dranbleiben und man braucht halt immer ein bisschen Glück für Fluchtgruppe oder so, dass man da durchkommt und das ist so mehr das, was mir halt auch liegt. Und Zeitfahren, da sehe ich momentan sehe ich einfach den Trend, dass die immer weiter weggehen von dem, was ich kann. Mhm. Die werden immer schwerer, immer mehr Anstieg, immer mehr. Was mir einfach nicht entgegenkommt. Wir hatten zum Beispiel in Algarve-Rundfahrten Zeitfahren, das hat irgendwie fast 400 Höhenmeter auf 25 Kilometer. Mhm. Das ist ja schon fast, ist halt einfach schon zu viel. Da hat auch ein Gunner oder so, hat da gar keine Chance mehr. Küng ist der Einzige, der da noch ein bisschen mithalten kann. Aber auch er hat es ja dann auch nicht gepackt gegen Evenepoel, die sind halt einfach im Vorteil. Ich meine, der hat wahrscheinlich 20 Kilo mehr als ich. Weniger, natürlich. Denn 20 Kilo fährst du ein bisschen schneller berghoch. Aber heißt das für dich auch, dass du dich umorientieren wirst oder musst vielleicht auch sogar? Nee, ich glaube, es wird immer gewisse Zeitformen geben, die mir halt auch die für mich gut sind. Und ich habe mich nie 100% auf Zeitfahren fokussiert. Immer halt auch ein gewisses Auge einfach auf Straßenrennen. Fürs Helfen. Das Team schätzt mich sehr als Helfer, so wie Kapitän de Route. Dass ich halt der bin am Funk, der halt dann auch teilweise mal sagt, wo es jetzt lang geht oder was wir jetzt machen. Weil wir haben viele Fahrer, auch jetzt gerade die Jungen, die haben sehr Mühe damit. Die stellen sich alles immer ein bisschen anders vor und dann braucht es halt einfach jemand, der es in Position hält und halt auch mal sagt, hier müsst ihr jetzt halt einfach auch mal den Arsch zusammenkneifen und mal vorne sein und wenn es halt auch mal entspannen kannst, dann halt auch das mal sagen. Das hört sich schon richtig routiniert an bei dir alles. Dabei bist du auch erst 25, ne? 25, also, ja, das ist schon krass. Wenn du sagst, da ist kein Potenzial mehr. Manchmal weniger. Wenn du sagst, da ist kein Potenzial mehr für eine Leistungssteigerung, dann musst du ja erstmal abwarten, wie es in
wie sich jetzt über ein paar Jahre auch auswirkt, das ganze Training, so, ne, was du gerade machst, das merkt man natürlich immer direkt, aber auch so über die Jahre, diese Konstanz, die du ja jetzt dir erarbeitet hast, die wird sich mit Sicherheit auch nochmal auszahlen. Ne? Ja, da ist halt immer schwierig, das ist dann viel Philosophie, woran glaubt man? Also eben einfach vom Trainingsreiz her, da habe ich halt das meiste ausgereizt. Da gibt es nicht mehr viele Sachen, die man noch dazu machen kann. Von dem her, ja, man wird sehen. Ich meine, man wird immer ein bisschen besser. Es werden ja auch immer wieder neue Sachen kommen. Mehr an die Ernährung wird immer besser und so weiter und so fort. Aber es ist jetzt nicht so, dass man sagen kann, ich war noch nie im Höhentrainingslager. Ich mache das mal und dann bin ich dann da, habe ich dann einen großen Benefit davon. Sondern was halt noch kommen wird, die Benefits werden eher klein sein wahrscheinlich. Wer weiß, der Körper verändert sich ja auch immer. Vielleicht geht er dann mehr in eine Richtung oder mehr in die andere. Ja. Wir werden dann sehen, wie es sich am Ende wirklich auswirkt. Oder vielleicht mal auf die Zeitverstrecke vom Kühn trainieren gehen. Ja, da ist... Die ist ein bisschen gefährlicher als meine. Ah, okay. Okay. Da hat eine blöde Brücke drin. Die Brücke ist halt nur eine Spur breit. Okay. Wie sieht es denn aus mit Heim-WM? Hast du bestimmt Zeitfahrkurs schon angeguckt, oder? Ehrlich gesagt noch nicht. Ne? Weil, hey. Vieles ist halt in Zürich. da willst du halt nicht Radfahren gehen. Das ist okay. Scheiße da. Aber wir haben die Straßenstrecke haben wir mal angeschaut. Und die andere habe ich auch mehr oder weniger im Kopf, die Zeitfahrstrecke. Ist halt sehr, sehr lang, aber ist nicht so viel Berg. So. Sollte ziemlich gut sein. Zuerst hoffe ich mal, dass ich mich für Olympia qualifiziere oder für Olympia selektioniert werde, besser gesagt. Dann halt, diese Strecke liegt mir fast noch ein bisschen besser. Und dann so ein bisschen Step by Step mal schauen. Mhm. Wie viele Spots habt ihr bei Olympia für das Zeitfahren? Ein oder zwei? Zwei. 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 Zwei für Zeitfahren und zwei für Straßenrennen. Okay. Also sind halt die gleichen zwei. Ah ja, okay. Wo denkst du, oder denkst du, wie weit seid ihr noch vom Limit entfernt, was möglich ist im Zeitfahren? Also jetzt vor 10 Jahren die Frage, habe ich auch gestellt, dachte, aber ich trotzdem, so was jetzt irgendwie so Position auf dem Rad angeht, dann Helme, ich meine, wo sollen die Helme noch hingehen? Irgendwann gehen die über den ganzen Körper wahrscheinlich. Ja? Also wenn wir jetzt den Giro sehen, der gerade rausgekommen ist. Es wird halt, das ist halt sehr eine schwierige Frage. Wahrscheinlich, es wird immer wieder mehr kommen und mehr kommen und mehr kommen. Man hat ja noch, als das Carbonrad, der erste Carbonrahmen rauskam, hat man sich auch gefragt, wo will man noch hin? Ja, ist klar. Das ist das Beste. Dann kam die ganze Aero. Irgendwas wird immer wieder kommen. Irgendwas wird wieder kommen. Eine neue Erfindung und dann heißt wieder, das wieder das Beste. Und das ist so und so. Vielleicht geht es ja auch wieder zurück. Ich denke schon, dass wir noch mal schneller werden. UCI-Regelung, wird wieder irgendeine Regel vorgeschoben, wo die Fahrräder wieder langsamer werden tendenziell. Kann ja auch sein. Kann sein, aber die Chance ist klein, würde ich sagen. Hm. Meinung? Ich wollte dich nicht unterbrechen. Wahrscheinlich wird eher eine Regel kommen, dass sie halt nicht noch schneller werden. Dass sie neue Erfindungen unterbinden werden. Das wird eher sein, als bewusst langsamer zu machen, denke ich nicht. Was sagst du zu dem Giro-Helm? Hast du eine Meinung dazu? Das ist halt, nee. Also ist halt hässlicher als meiner noch. Also von dem her. Bist froh eigentlich, ich froh, dass, nicht froh, dass es den gibt. Ja, genau. Jetzt kriegt der Hate ab und nicht mehr meiner. Aber nee, du... Eben ist halt Aerodynamik, da zählt dann nicht das Aussehen, sondern die Performance. Wenn er wirklich schnell ist, dann gut. Bis jetzt hat das nichts noch nicht so ganz widergespiegelt irgendwie für... Genau, das finde ich mich interessant. Für Jumbo. Aber man weiß ja auch nicht, was sonst noch alles falsch läuft, vielleicht im Team mit dem Zeitfahrmaterial. Ich denke auch für die Tour werden die noch mal ein bisschen dran schrauben und dann fährt der Vingegaard wieder vorne allen weg wahrscheinlich. Mhm. Ja, die ziehen da immer ein bisschen Asse aus dem Ärmel. Ja. Der Vingegaard diese Saison noch mal jemanden wegfährt. Das ist natürlich ja. Okay. Wir hoffen mal. Wir hoffen, dass da alle wieder gesund werden von dem Sturz. Ja.
Okay, aber ganz kurz, weil wir gerade da bei dem Thema sind und du sagst immer schneller, wie nimmst du das denn jetzt gerade wahr mit den, also von außen fühlt es alle gerade sehr, sehr viel an, nach sehr vielen Stürzen. Du sagst, im Training wird es schon schwieriger. Wie sieht es im Rennen aus? Ja, klar, im Rennen wird es natürlich auch immer schwieriger. Jetzt mit Rube haben wir halt eine ganz spezielle Edition hinter uns mit 30 km/h Rückenwind. Das darf man halt auch nicht vergessen. Mhm. Wir haben da den ganzen Tag, haben wir eigentlich mit 30 km/h Wind in den Rücken geblasen und bist halt immer 60 km/h gefahren. Da ist natürlich schon auch die Reaktionszeiten für irgendwelche Inseln und irgendwelche Löcher und so. Es wird immer kleiner und kleiner und kleiner. Und von dem her wird es natürlich auch mehr Stürze geben. Weil, warst du Fan von der Schikane? Ja, die Schikane ist gut. Also ganz ehrlich, ich stürze lieber in der Schikane mit 10 km/h als mit 60 km/h auf dem Pflaster. Und mit dem Wind wärst du halt mit irgendwie fast wahrscheinlich 70 km/h darauf gefahren. Dann gut, haust du mal vorne und hinten schön mal 3-4 Mal durch auf die Felge und dann einer hat einen Platten und dann liegt er und dann fliegen alle dahinter drüber. Also schon gut, dass sie da was machen. Erklärung zwischendrin, ich bin der Erklärungsbeauftragte. Wer es nicht mitbekommen hat, bei Paris-Roubaix dieses Jahr vorm Wald von Arenberg wurde eine Schikane eingebaut. Ja, also einmal 90 Grad nach rechts, 180 Grad wieder nach links und dann wieder 90 Grad nach rechts, weil man sonst eben geradeaus in dieses sehr schlimme Pflasterstück reinfährt und mit Rückenwind, wie Stefan schon gesagt hat, wahrscheinlich mit 70 da reingefahren wäre und so musste man auf 15 km/h runterbremsen, um diese Kurve zu fahren und ist dann wieder aufs Neue in den Pflastersektor beschleunigt. Ja, und jetzt mal abseits von Roubaix, also jetzt auch so Bergabfahrten und so weiter, also ja. Also ich glaube, in den Abfahrten sind wir nicht wirklich viel schneller als früher. Okay. Das glaube ich nicht. Aber wir haben halt auch Motorbikes und alles, was halt noch immer wieder teilweise im Weg steht und teilweise trotzdem auch viel zu nahe sind. Das gibt es leider auch häufig, dass man eigentlich da schon fast Motortraining macht hinter denen. Das ist traurig, aber halt ist Realität im modernen Radsport, was halt nochmal schneller macht. Aber ja, schlussendlich müssen wir halt damit leben. Es gibt jetzt sowieso keinen Weg zurück auch. Aber gerade in Belgien mit den kleinen Straßen und den vielen Inseln und was auch immer, ist es einfach sau gefährlich langsam geworden, wenn wir damit 50, 60 km/h durchfahren. Ja, ich war früher auch mal im Feld unterwegs und ich habe es auch nicht vergessen, aber ich finde, ich tue mir manchmal schon schwer, mir Radrennen anzuschauen, auch so Sprintfinals, wie die mittlerweile gefahren werden, weil es so schnell ist, dass kein Team mehr die Kontrolle übernehmen kann und Ordnung reinbringt, dass du halt wirklich die ganze Zeit immer nur drauf wartest, es kracht nicht, weil du es krachen sehen willst, aber es halt so nervös ist und so, wo du schon sagst, es ist so schnell, dass du halt auch merkst, dass so kleine Unebenheiten oder kleine Bewegung im Feld halt ganz große Konsequenzen haben kann, das echt so Scheldepreis ist eh schon tricky, aber da dies Jahr, ey, tat mir richtig weh, das Finale mir anzugucken, auch bei anderen Rennen. Ich weiß nicht, ob mir das einfach nur schlimmer vorkommt und es gar nicht so ist im Feld, von der Wahrnehmung her, aber anscheinend ist es ja wirklich so, dass einfach, du ja selber auch sagst, es ist schneller geworden, Reaktionsfähigkeit ist vielleicht da, aber halt, man hat weniger Zeit zum Reagieren aufgrund der Geschwindigkeit. Ja, es ist natürlich, ich glaube, das hat sich auch geändert mit Respekt im Feld natürlich. Das gibt es heutzutage eigentlich nicht mehr. Also selbst wenn du Weltmeister bist oder was auch immer, bei Flandern-Rundfahrt, da kannst du nicht mehr einfach einen Platz machen. Weil eben, wenn du so schnell fährst, dann kommt es auf jeden Platz, den du da hast oder eben nicht hast, kommt es halt darauf an. Weil bist du wieder zu weit hinten, dann gehst du wieder das Risiko ein mit dem Stürzen, weil da sind wieder andere, die wollen sich um alles, was sie haben, nach vorne kämpfen. Und dann setzen dann halt auch wirklich ihren Körper ein, teilweise, wenn es nicht nötig ist und so, dann stürzen sie halt wieder und dann alle anderen werden nochmal aggressiver, weil sie merken, okay, hinten ist gefährlich und so weiter und so fort. Das schaukelt sich halt einfach hoch und früher war halt so, ja, ich habe heute mit dem Rennen nichts zu tun, gewinn's nicht, dann okay, fahrt ihr vor. Aber heute kriegt jeder Druck, dass er so gut fahren muss, wie er kann und weiß ich nicht was und selbst ein Bergfahrer in Roubaix hat dann das Gefühl, er muss jetzt so lange dranbleiben, wie es nur irgendwie geht. Oder die Sprinter in Bergetappen einfach kämpfen, 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 so lange es geht. Und
ja, das macht es natürlich sicher nicht einfacher. Früher hat man einfach gesagt, okay, ihr macht jetzt einen Etappensieg da aus, fahrt mal und fahrt nicht so schnell, dass wir hinten nicht so viel Stress im Gruppetto haben. Und heute probieren sie halt vorne einfach so schnell wie möglich zu fahren. Möglichst viele abzuhängen, ja. Ich denke mir auch so. Meine Frio uns da gerne raus aus dem Thema, wenn du willst. Ja. Keine Ahnung, ich habe immer so, das führt halt nirgendwo hin, irgendwo auch die Diskussion, genau. Weil sich der Sport so entwickelt. So, ich denke mir halt auch, es sind so viele sehr junge Fahrer jetzt auch mittlerweile auf dem Top-Level und sehr stark. Und es ist halt auch einfach gar nicht, vielleicht gar nicht nur Respekt, einfach auch so als jüngerer Mensch gehst du einfach auch mehr Risiken ein, so ganz natürlich, weil du die gar nicht so wahrnimmst. Also ich meine, jeder von uns, ich weiß, du bist 25, aber jeder von uns kann vielleicht sagen, so man ist früher halt auch anders gefahren, weil man es gar nicht so wahrgenommen hat, ne? Und jetzt, wenn du da 19-, 20-Jährige, 21-Jährige hast, so, die denken halt nicht an morgen. Ja, es geht, glaube ich, nicht mal um das, es geht halt darum, dass sie gewonnen haben bei den U23-Kategorien und dann halt einfach so gepusht werden, als wären sie der neue, weiß ich nicht was. Und das ist halt mehr so ein bisschen das Problem, weil eigentlich ist jeder von denen, der irgendwo da im Feld rumfährt, ist bei der U23-Kategorie extrem gut gewesen, hat da viele Rennen gewonnen, war weiß ich nicht was. Und, aber heutzutage werden die einfach so gepusht und so hoch gehypt, dass sie dann einfach das Gefühl haben, sie seien so viel besser und ihnen steht es jetzt zu, hier zu fahren und bla bla bla. Dass halt auch vieles von dem aus dann kommt. Oh, also ich hab noch zwei Fragen auf jeden Fall offen. Ich habe auch noch Sachen. Klar, ja, ich habe heute anderthalb Stunden mit Jonas Rutsch telefoniert. Da haben wir natürlich auch 20 Minuten bestimmt über Stefan Bissegger gesprochen. Die muss ich eben auch noch anrufen. Ich hatte heute noch keine Zeit. Das ist meine nächste Traktandum in der Tagesordnung. Ja. Sprecht ihr jeden Tag miteinander? Oder? Das hört sich gerade an wie so ein täglicher Termin. Den muss ich auch noch anrufen. Nee, aber er ist ja trotzdem ziemlich schwer gestürzt in Roubaix und muss jetzt mal fragen, wie es ihm geht. Gestern musste er in Deutschland nochmal alles neu nähen lassen, weil es hat gar keinen richtigen Arzt gehabt, aber im Krankenhaus, wo er war in Roubaix. Das ist halt auch das Leben von einem Radsportprofi, da kommst du ins Krankenhaus und weißt halt nicht, wer da ist. Ja, jetzt muss ich ja dem fragen, wie es geht und wie es aussieht. Ja. Eigentlich wollte er diese Woche seinen Garten machen, aber wäre, glaube ich, ein bisschen schwierig mit zwei vorabgeschnittenen Fingern. Ja, da glaube ich auch nicht dran, dass es diese Woche passiert. Ihm geht es auf jeden Fall schon besser, aber das würde er dir bestimmt nochmal erklären oder sagen, wie es ihm geht. Aber ihr habt ja jetzt schon auch über Jahre eigentlich einen ganz guten Kontakt. Ich kann mich daran erinnern, als ich damals mit Jonas in der U23 zusammengearbeitet habe. Ich glaube, bei jedem Rennen, wo du gefahren bist, hat er immer gesagt, oh, der Bissegger, da muss ich aufpassen. Der Bissegger, der ist super stark, Und jetzt hat er Teamkollege. Es hat sich wirklich eine sehr gute Freundschaft entwickelt. Wir hatten uns davor gar nicht so richtig gekannt, bevor wir zum Team EF kamen. Ich wusste halt nur, dass er da mal bei Gent Wevelgem, dass er das gewonnen hat und halt ultra stark war und auch bei jedem Rennen musste er einfach, wenn er attackiert, musste er einfach am Rad sein, weil er macht halt nicht die schlauesten Attacken, aber er hat so viel Power, dass er einfach trotzdem alles auseinanderreißt. Selbst wenn es ein blöder Moment ist, musst du einfach mit. Ganz kurz, wie oft möchtest du am liebsten ihn mal ranziehen im Radrennen direkt und sagen und fragen, was er eigentlich dafür macht davor gerade? Wie zum Beispiel Flandern. Zu viele Male. Ein anderes Thema vielleicht. Nee, der Motor, der er halt hat, ist so krass. Da fährt er trotzdem sehr, sehr viele einfach auf dem Rad weg. Ja. Auch wenn es ein blöder Ort ist, trotzdem so stark, dass er einfach viele droppt. Ja, er hat mir auf jeden Fall erzählt, wenn er mit dir jetzt zusammen unterwegs ist bei einem Radrennen, es gibt eine Sache im Alltag des Radprofis Stefan Bissegger, die ist ganz besonders, du nickst schon, und zwar das morgendliche Kaffeeritual. Das musst du jetzt mal erklären, wie das genau aussieht. Ah, ja, ich habe eine kleine Maschine dabei, die heißt Vakeco Picopresso.
die ist vielleicht so faustgroß. Da bringst du 16 Gramm Kaffee, kannst du reinmachen. Also ich wiege das immer schön ab. Wir machen sogar 17 Gramm. Wir haben ein anderes Sieb da reingemacht. Wir haben da ein bisschen abgegradet, dass es noch ein bisschen besser ist. 17 Gramm gebe ich ihm die Mühle. Er malt da immer schön alles. Das ist sein Auftrag, dass alles durchgemahlen ist. Ich mache mal schön den Preheat, alles aufwärmen, tastenwarm, dass die Maschine dann, also die Maschine ist halt nur mit Pumpen, das ist so ein Handgerät, dass das alles schön aufgeheizt ist. Er macht da zweimal 17 Gramm Malter durch, pumpe ich das durch, dass mit dem Teil schaffst du eben wirklich 9 Bar und da machst du halt so 2:1, also aus 17 Gramm kriegen wir etwa 32, 35 Gramm raus. Das ist halt wirklich perfekter Doppel-Espresso. Dann gibt es jeden Morgen einen schönen Doppel-Espresso. Außer wenn wir Rennen halt wirklich früh starten, wie Flandern oder so, wo du morgens um 7 Uhr schon frühstücken musst, dann kann ich es nicht. Er hätte zwar gern einen Mann, aber ich sag nicht. Sorry, Digga, mir ist das einfach zu früh. Aber nee, das ist wirklich, das ist Morgenritual, kann man das nennen. Stark. Hört sich an wie eine gute Beziehung. Ja, es ist auch ein bisschen so. Es ist wie die zweite Ehefrau da, Jonas. Man weiß, wenn der andere sich nicht gut fühlt, dann lässt man ihn einfach in Ruhe. Man merkt so ein bisschen, was der andere braucht. Man versteht sich fast schon blind. Das ist wirklich cool. Sehr guter Freund. Cool. Wie war dann jetzt dein Sonntag so? Du hast schon gesagt, ja, Pech gehabt. Wie erholt bist du mittlerweile? Wie abgefuckt warst du Sonntag? Ja, also Sonntag zuerst mal, ich war richtig tot nach dem Rennen. Also wirklich richtig tot. Im Rennen, es lief eigentlich ganz, ganz gut am Anfang. Dann nach 170 Kilometer hatte ich ein bisschen Krämpfe. Die habe ich dann wieder in den Griff gekriegt mit ein bisschen mehr Wasser, ein bisschen Elektrolyt. Und dann hatte ich eben den blöden Platten. Habe ich einen Platten gefahren. Ich weiß eigentlich gar nicht, wo ich den eingefahren habe. Einfach nach dem Pflaster einmal habe ich es gemerkt. Da ging es eben auf die Kante. Ich war in der ersten Gruppe mit dabei. Die zweite Gruppe, die hat irgendwie 10 Sekunden Rückstand gehabt im Seitenwind. Mhm. Dann Platten. Dann, was willst du dann machen? Habe ich mit Clear gesprochen. Okay, anhalten, weil sie machen Barrage. Er darf nicht mal hinter meine Gruppen kommen. Also anhalten, warte, bis die zweite Gruppe durchgefahren ist, dann kann ich Rad wechseln, in den Autos zurück zur zweiten Gruppe und dann hieß es halt, ja, auf dem nächsten Pflaster musst du halt einfach vorfahren. Da gibt es ja keine Runde rum. Dann okay, habe ich halt da Attacke gesetzt, nach vorne gefahren, fast schon auf der letzten Rille. 4 Kilometer später fährt Van der Poel los auf dem nächsten Pflaster und dann fehlen halt 2-3 Körner. Und im entscheidenden Moment, was halt sehr schade war. Es hat nicht viel gefehlt, der von Lotto hat sich noch vor mir abgelegt in der Kurve. Natürlich auch nicht geholfen, aber da hat es einfach ein oder zwei Körnchen haben da gefehlt, um in der Gruppe da mit dabei zu sein und einfach dann auch wieder zu erholen von den ganzen Strapazen zuvor. Es war halt schade. War halt wirklich schade. Scheiße. Aber ist halt so. Ja, ist schon ein krasses Rennen, so. Also vor allem. Also was ich immer im Nachhinein so krass finde, dass, also eigentlich braucht man da immer dieses Quäntchen Glück, wovon immer alle sprechen, bei Paris-Roubaix brauchst du immer Glück. Und es gibt trotzdem so, wenn man sich auch mal so die Vergangenheit anguckt, gibt es immer so ein paar Fahrer, für die war das nicht so wichtig. Ne? Also ob es jetzt Bohnen, Cancellara sind oder Van der Poel. Ich glaube, Van der Poel, das schlechteste Ergebnis bei Roubaix, was war das, Vierter? Nee. Ja, es gibt natürlich immer, also es gibt Ausnahmetalente halt. Und andererseits gibt es auch Situationen, wo es dann nicht ganz so schlimm ist, wenn halt die Gruppe kompakt ist und ziemlich kontrolliert und dann in den Autos zurückfahren kannst zur ersten Gruppe, der Gruppe, wo du eigentlich warst, dann ist es auch kein Problem. Mhm. Ich meine, die Autos, die sportlichen Leiter, die wissen auch, dass du Platten hattest und nicht einfach gedroppt warst und so, also die helfen dir dann auch ein bisschen zurückzukommen. Du musst ja schon mehr Aufwand leisten. Aber das Problem ist halt wirklich, es gibt ein paar Orte, wenn du da Platten hast, dann bist du einfach raus aus dem Rennen. Dann siehst du halt die Gruppe nie wieder und dann Pech gehabt. Also es gibt halt wirklich dann auch verschiedene Platten, je nachdem hast du ein bisschen Glück und ist dann nicht so schlimm im Ort, dann kostet sich nicht so viel. In meinem Fall hat sich mir jetzt einfach gerade ein bisschen zu viel gekostet, um danach halt wirklich dabei zu sein.
Aber ja, eigentlich braucht man in jedem Radrennen braucht man ein gewisses Quäntchen Glück. Man muss immer Glück haben, dass es dann halt auch so aufgeht, dass die hinten vielleicht nicht gerade direkt nachfahren und so weiter und so fort. Und ohne Glück kommt es im Radsport eigentlich nirgendwo hin. Mhm. Aber ist schon krass, dass die Großen oft, ja, ich ob es dann immer Glück ist, weiß ich nicht, aber dann oft halt nichts haben, wenn es drauf ankommt, ne? Also die bestimmen natürlich auch das Rennen mit ihren Teams, ne? Also nehmen da halt dann raus, ist mir auch, aber ich finde das irgendwie schon krass, wenn du jetzt guckst, Mathieu, ne? Jetzt zweimal hintereinander auch, dann ist er dann in dem Team nicht nur Mathieu, sondern halt dann auch Philipsen, der nichts hat, und dann hast du noch einen Gianni Vermeersch, also so, das ist schon brutal. Und dann siehst du Laporte, ne? Den es da raushaut aus der Gruppe mit einem Platten, und das Radrennen war einfach vorbei, wo danach alles auseinanderfällt, und das ist schon krass. So. Ja, ja, eben manchmal, man braucht halt manchmal Glück. Andererseits ist natürlich, wenn du vorne fährst, hast du ein bisschen mehr Kontrolle über wo du fährst und wie du fährst, weil die Straßen sind halt nicht sauber, also da hast du, meistens hast du dann irgendwo Scherben in irgendeiner Ecke oder irgendeiner Kurve oder so, und wenn halt ganz vorne bist, dann kannst du halt wählen, wo du fährst und sonst halt ein bisschen weniger. Aber auch allgemein, es ist halt immer schwierig, Durchschlag ist wahrscheinlich das Kleinste an wirklich Platten, die wir da hatten. Ja. Viele waren wirklich halt irgendwie Scherben oder irgendwelche spitze Steine oder so, die halt den Reifen aufschneiden. Überlegst du eigentlich manchmal selber, wie bekloppt es eigentlich ist, dass man mit 60, 70 km/h über Pflaster fährt, eigentlich nicht weiß, was vor einem passiert? Also teilweise schon. Am besten noch Oberlenker, wo man gar keinen Zugriff auf die Bremsen hat. Was ja eh egal ist bei der Geschwindigkeit. Ist eh egal. Ja, ich bin daneben mehr der Freund von den Drops. Ja. Aber ja, in der Recon war es wirklich nass und rutschig. Das war richtig gefährlich. Das war wirklich gefährlich. Da machst du teilweise einfach die Augen zu und hoffst, dass du durchkommst. Es ist halt, ey, wenn man manchmal so drüber nachdenkt, das ist halt schon. Es ist so ein bisschen wie, kennt ihr dieses Ritual fest in Schottland, wo die den Käse den Berg runterrollen? Ja. Ja. Und alle rennen hinterher und schaffen nur so ein paar anzukommen unten überhaupt. Aber so ist es für mich. Roubaix ist auch da nochmal speziell. Also ich glaube, ich kann mich an kein Rennen erinnern, wo das ähnlich ist. So, ich bin das mal gefahren, da war es so extrem staubig. So, dann bist du auf die ersten Pflasterstücke draufgefahren und dann war vorne durch die Autos allein schon so viel Staub, bist in so eine Staubwolke reingefahren, du hast höchstens deinen Vordermann gesehen und sonst gar nichts mehr. So, das ist. Ja, Roubaix ist natürlich ganz speziell, was vieles anbelangt. Ich bin auch die ganze Hektik fürs erste Pflaster. Ich meine, das erste Pflaster kommt nach 96 Kilometern. Und das ist so ein Sprint, als wäre es Finalsprint bei jedem anderen Rennen. Und dann geht es erst los. Und dann immer Fight. Und eben halt auch die Pflaster und alles. Es gibt kein Rennen, was gleich ist. Also Flandern und so, sogar Flandern ist anders. Es ist ein bisschen ruhiger halt. Paris-Roubaix geht einfach bei Kilometer Null, geht es halt wirklich los für alle. Weil dann ist das krass. Von da an sind wir irgendwie in der ersten Stunde, keine Ahnung, 54er Schnitte so gefahren. Naja, das war krass, ja. So. Andi, du hast vorhin gesagt, dass du eine besondere Beobachtung gemacht hast bei Roubaix. Hast du sie heute schon angebracht eigentlich? Boah, weiß ich nicht. Habe ich, glaube ich, vergessen. Okay. Ja, okay, nee, stimmt gar nicht. Ich habe eine Beobachtung gemacht und die war aber nicht während dem Rennen, sondern nach dem Rennen. Ich war dann nach dem Rennen so bei den Teambussen, da kommen dann auch die ganzen Zuschauer, die vorher im Stadion, also in der Radrennbahn waren und laufen dann noch so ein bisschen rum, gucken sich die Fahrer an, die dann kommen und wollen natürlich die Fahrer sehen, die das Rennen beendet haben oder gerade da noch so zu den Bussen hinfahren. Und dann gibt es viele, die wollen Autogramme haben oder Trinkflaschen von den Fahrern. Und dann stand ich da und habe tatsächlich gewartet, bis Mats Pedersen von der Pressekonferenz wiederkommt. Und dann ist mir aufgefallen, dass durch diese ganzen Menschenmassen völlig unbeachtet einfach so ein paar ehemalige Sieger von dem Rennen lang gelaufen sind. Also Johann Museeuw kam da vorbei, Johann von Summeren. Da sind einfach so, die erkennt halt niemand. So. Also es ist total krass, so du hast dann so diese Vergänglichkeit gesehen. Ne? Ich meine, Johann Museeuw hat das Ding auch ein paar Mal gewonnen. Von Summeren war jetzt vielleicht nicht der berühmteste Sieger des Rennens, so, aber das ist schon krass, fand ich das. So, die hat wirklich keine Sau interessiert. Und dann kommt irgendein Fahrer, der gerade so out of time limit gefinisht hat. Yeah, yeah. Und so, ne? Es ist schon verrückt gewesen.
Aber ich erkenne, gut, ich meine, das ist jetzt alles ein paar Jahre her. Ich weiß gar nicht. Stefan, würdest du Johann Museeuw erkennen? Schwierig. Schwierig. Ja, es geht halt. Geht. Nein, aber das ist halt so. Ja. Alle Leute sind getrimmt drauf, dich in Radklamotten zu erkennen. Mhm. Nicht, das auch. Nicht im Privat. Ja, das stimmt. Ja. Ja. Meine letzte Frage. Welches Radrennen würdest du gerne gewinnen, außer Zeitfahrweltmeisterschaft und Zeitfahr-Olympia? Also Straße. Roubaix. Okay. Roubaix ist so Love-Hate-Relationship. Wenn du gut fährst, ist das geilste Rennen der Welt. Wenn du scheiße fährst, dann ist das beschissenste Rennen der Welt. Okay. Ja, ich, meine letzte Frage ist gar keine Frage, sondern ich habe es mir zur Aufgabe gemacht, jetzt immer mal wieder nach dem Song der Woche zu fragen. Hörst du Musik beim Radfahren? Diese Woche fahre ich nicht mal Rad, arbeite nur im Garten. Ja, dann vielleicht der letzte, der letzten Woche so. Keine Ahnung, ich muss mal schauen. Du kannst dir kurz Gedanken machen. Oder vor dem Zeitfahren, hörst du mit Sicherheit Musik, oder? Beim Aufwärmen. So zum, ja, zum Heißmachen. Zeitfahren, da höre ich so ganz krassen Rap. So, ja, geil. Von Right Hook heißt der Künstler. Right Hook? Aus der Schweiz? Ja. Ist das schweizerdeutscher Rap? Nein, das gibt es leider keinen guten. Nee, das ist so amerikanischer. Okay. Aber schweizerdeutsch Gangster-Rap könnte man auch gibt's nicht seriös. Ja, genau, könnte man aber auch nicht seriös. Also, würdest du hören, würdest du lachen, ja, oder? Kann man nicht. Das geht, Angst das bekommen? Geht. Nee, es ist schon kann auch eine harte Sprache sein. Echt? Sie wird nur immer so schön dargestellt. Nee, die wird witzig dargestellt. Ja, in Deutschland. Ja. Dafür wird Deutsch in jedem anderen Land wird darüber nur gelacht, dass sie so aggressiv ist. Ja, wir haben immer so einen das kleinen... Stimmt. Ja, so, ja, kennt ja, ihr die ja. Videos, wo sie ein Wort auf Englisch, Italienisch, Spanisch und was auch immer sagen, dann auf Deutsch schreien sie einfach das Wort hinterher. Ja. Ja. Deutsch ist immer so leichter 40er-Vibe noch, leider. Was hältst du vom Stefan Küng-Fansong? Ich habe den, glaube ich, noch nicht mal angehört. Meine Familie hat den mal angehört. Ja, sie fanden ihn nicht so gut. Ja. Sie wollten ihn umkomponieren. Also dein Fansong müsste Rap sein, ja? Also müsste man... Nein. Ich würde das meiner Schwester und meinem Bruder überlassen. Die sind ziemlich musikalisch. Okay. Aber nichtsdestotrotz würde ich jetzt einen Aufruf starten, wenn wir irgendwelche Schweizer Zuhörerinnen haben, die rappen können. Macht mal bitte einen auf Schweizerdeutsch Rap-Song über Stefan Bissiger. Ja, das stimmt. Bitte. Ja, das wäre cool. Das wär cool. Da hätte ich einen neuen Song auf der Rolle. Genau. Diesen Beat Breu-Song hatten wir hier mal im Podcast. Der war gar nicht so schlecht. Der war wirklich gut. Ja. Genau, mein Song diese Woche ist von Drake und The Weeknd und zwar Crew Love. Hintergrund natürlich, weil ich mit meiner Crew unterwegs war, mit Cardi und Nils und meiner Schwester. Deswegen. Passend dazu. Ich habe mir was von Teneriffa gemerkt, beziehungsweise Gomera, als Andi und ich unsere kleine Reise unternommen haben und es mir nicht gut ging und ich mich dann besonders motivieren musste, habe ich mir 2000er Techno reingeschraubt und heute ist Adagio for Strings von Tiesto dran. Ah, geil. Muss ich auch noch einen, ne? Ja, klar. Sind das eigentlich die Lieder, die ihr ja so auf die Playlist packt, hört ihr die dann beim Radfahren? Ja. Ja? Okay. Natürlich. Ich dachte, das sind irgendwelche Fantasiesongs oder was, die wir dann nicht hören. Ja, keine Ahnung. Geiles neues Wahoo-Feature übrigens. In welcher Situation oder mit welcher Intention wir diese Liste hier machen, weiß ich immer noch nicht. So. Yeah. Sind das immer Lieder, die einen beim Radfahren so ein bisschen motivieren? Nee, oder? Du kannst deine eigene Geschichte dazu erzählen, genau. Was auch immer. Leute fragen nach Songs von uns, weil wir das früher mal gemacht haben. Guck mal, Basti hat gerade eine Geschichte gehabt, ich habe jetzt eine dazu gehabt. Stefan hat eine, weißt du, zum Aufpushen beim Ich überlege mir einen für nächste Woche. Oh, Andi. Es sind doch jetzt schon drei Songs drauf. Stefan hat jetzt ist hier ja gut, Right Hook. Klar. Der bringt mal wenigstens was Neues hier rein. Das, was ihr hört, das kennt ja schon jeder. Aber Right Hook ist ja richtig mal ein Geheimtipp.
wir haben heute damit angefangen, dass du erzählt hast, dass du Spaghetti-Eis ohne Sahne isst, weißt du? Jetzt hören wir mit so, wir haben im Downer angefangen, hören mit dem Andi Downer hört, auf. Andi hört auch keine Musik, so. Ja, genau. Andi ist Android. Weißt du, also Andi ist einfach so programmiert. Ja. Nur Emotionen. Okay, egal. AI hat gerade vorausgesagt, dass Eintracht Frankfurt 2092 Champions League gewinnt übrigens. Side Fact. Alright. Dann ist Andi auf jeden Fall nächste Woche dran. Und einer von uns hat einen Joker. Und ja, also erstmal vielen Dank, Stefan, nochmal für deine Zeit. War auf jeden Fall witzig mit dir. Und du wirst irgendwann mal wieder eingeladen. So, wenn spätestens wenn du Roubaix gewonnen hast, kannst du dir schon mal aufschreiben. ruf ich abends noch ja, an. Ja, wäre schön. Sehr schön. Und ja, dann ruhe ich erstmal gut aus. Ich denke, so kleine Saisonpause wirst du kriegen. Ja, eine Woche. Eine Woche bisschen Gartenarbeit. Zügel. Ach, du auch. Sehr gut. Ja. Habt ihr euch da abgesprochen, Jonas und du? Nee, aber wir haben dann eben nur hier Zeit. Wir sind da immer am Krüppeln die ganze Zeit auf dem Fahrrad und da kannst du nichts mehr machen rundherum und dann hast du eine Woche Zeit, um alles zu erledigen. Okay, was machst du jetzt im Garten? Wir haben eben ein Haus renoviert und da der Garten ist, da sind sie mit dem Bagger und alles durchgefahren, also da fehlt noch ziemlich viel. Okay. Also, bisschen alles. Also Grundinstandsetzung. Doch nicht unbedingt eine Entspannungswoche. Sondern nein, alles andere als Entspannungswoche, aber ich gehe nicht aufs Fahrrad. Das fasse ich nicht mal an. Okay. Nicht mal annähernd berühren, das muss einen Mindestabstand von 20 Meter haben. Auch nicht putzen. Nein, putzen auch nicht. Sehr gut. Dann gute Erholung, gute Schuften. Ja. Danke, und danke. Wir sehen dich im Fernsehen. Ja, das ist super. Gute Zeit euch. Dankeschön. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Noch ein kleiner Nachtrag meinerseits. Und zwar könnt ihr jetzt auf dem Outside-YouTube-Kanal das neueste Video zu dem UCI-Gravel-Rennen in Österreich sehen. Da könnt ihr auch das Rad von dem Sieger anschauen und vielleicht erkennt ihr auch etwas Gravel auf der Strecke, dass es dann doch nicht ein reines Straßenrennen war. Wenn ihr vorbeischauen wollt, würde mich freuen. Genau, bis dann.